Guten Abend in die Runde, alle, die jetzt schon dabei sind. Auch heute ist wieder ein Friday for Future, unser Freitagabendprogramm. Und es ist schön zu sehen, dass es immer wieder Leute gibt, die es interessant genug finden, um hier ihren Freitag mit uns zu verbringen. Das freut uns. Vielen Dank. Und guten Abend, guten Abend, guten Abend in die Runde. Während wir hier warten, wer es noch nicht getan hat und gerne tun würde, könnte die Zeit nutzen, um bei Filmmakers for Future das Statement zu unterzeichnen, wenn euch das zusagt. Ich gehe davon aus, dass die meisten, die jetzt hier dabei sind, es schon unterzeichnet haben, während sie ihr Ticket erworben haben. Aber ich werbe gerne nochmal dafür und der Link steht jetzt auch gerade im Chat. Wir warten noch ein kleines bisschen, dass ein paar mehr Leute reinkommen. Und dann geht es los. Heute Abend mit Adriano Grilli. Buonasera, Adriano. Ich würde vorschlagen, bis 5 nach, das wäre noch eine Minute, und dann könnten wir langsam loslegen. Wir würden dann jetzt anfangen mit unserem Freitagabendprogramm Fridays for Future bei den Filmmakers for Future. Herzlich willkommen, alle, die es geschafft haben. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute hier mit dabei seid. Jeder bei sich und auch alle zusammen. Dank dieser neuen virtuellen Welt geht das wunderbar. Viele haben es schon gehört, grünes Drehen oder Green Shooting. Und die wenigsten haben es tatsächlich schon ausprobiert. Man hat seine Vorstellungen, aber es ist auch immer interessant zu sehen, was die Leute in der Praxis da tatsächlich für Erfahrungen machen und was in verschiedenen Gewerken tatsächlich geht. Und es wird immer wichtiger, dass wir unsere Emissionen runterbekommen. Alle wollen was tun, aber wie machen wir es am besten? Deswegen heute hier mit uns Adriano Grilli, der uns aus dem Licht berichten wird. Adriano, herzlich willkommen. Adriano ist, wie man dem Namen eventuell entnehmen kann, in Italien geboren, seit einigen Jahren in Deutschland, mit viel Liebe beim Licht. Und ich würde jetzt gerne direkt an Adriano weitergeben, der uns heute hier über grünes Drehen beim Licht berichtet. Adriano? Ja, schönen guten Abend. Danke, dass ihr so zahlreich dabei seid. Es ist mir eine Freude, heute Abend da zu sein. Kurze Vorstellung über meine eigene Person. Baujahr, Jahrgang 1979. Ich bin seit 2009 fest in Norddeutschland, der Liebe wegen, und zufrieden. Toll. Ich arbeite beim Film seit 20 Jahren und seit 4 Jahren circa ausschließlich als Oberbeleuchter, und den im Laufe meiner beruflichen Werdegang erworbenen Qualifikationen gibt es eine Qualifikation als Meister für Veranstaltungstechnik, Fachrichtung Beleuchtung, eine Qualifikation als Elektrofachkraft für Veranstaltungstechnik nach Standard IGVW SQQ1 und ein paar andere Dinge. Ich habe die Freude und die Ehre, seit 2018 auch im Vorstand des Bundesverbandes für Beleuchtung und Kamerabühne zu sitzen. Und genau, heute reden wir ein bisschen über die Tätigkeit meines Gewerkes und über die Stromversorgung am Set, über die Effizienz der Lampen und so weiter und so fort. Wir fangen mit meiner Präsentation an, die ich jetzt freigebe. So. Nachhaltige Lichttechnik und Lichtgestaltung bei den Dreharbeiten. Die Lichtabteilung bei der Entstehung eines Filmes ist nur an 2 von 5 bestimmten Phasen beteiligt. Wir haben mit der Vorbereitung und mit der Dreharbeiten zu tun. Wir sind nicht an der Entwicklung des Filmprojektes beteiligt und auch nicht an der Postproduktion und Vertrieb.
Das hört sich natürlich wie eine Selbstverständlichkeit an, aber das gibt uns Anlass, um zu klären, worüber wir gleich reden werden. Wir werden über Versorgung, vor allem elektrische Versorgung am Set reden, über die Verwendung, wie wir diesen Strom verwenden und auch, was für Rattenschwänze im Nachhinein gibt, Entsorgung und welche Rechtslage und Normung zu beachten ist. Diese Themen werden nicht hintereinander vertieft, sondern die sind natürlich die ganze Zeit verflochten. Man muss die immer ein bisschen als komplette Konstellation in Betracht nehmen. Fangen wir natürlich mit der Versorgung an, weil grundsätzlich kann man vier Hauptmöglichkeiten der elektrischen Versorgung am Set definieren. Und ich habe die auch so in eigentlich für uns Endbediener Lieblinge Reihenfolge aufgelistet, obwohl eigentlich Punkt 3 und Punkt 4 je nach Verwendung eine unterschiedliche Ordnung haben können. Naja, wir sind bei der Dreharbeiten eines Filmes beschäftigt, wir sind am Motiv und natürlich auch für uns böse Beleuchter, die allerbeste Möglichkeit ist, direkt einen vernünftigen Netzstromanschluss am Motiv zu haben. Das Tolle dabei ist, wenn wir direkt einen Netzstrom am Hauptmotiv haben, dann erstmal müssen wir uns um kein Aggregat kümmern, aber vor allem wir können ein Verbundnetz verwenden, das schon von Installateuren überprüft und protokolliert worden ist. Das müssen wir und das dürfen wir aber nicht als Selbstverständlichkeit in Kauf nehmen, wenn wir uns bei einer Motivbesichtigung befinden, müssen wir auch natürlich örtlich die Spannung prüfen. Mal gucken, dass die Steckdosen fest in die Wand sitzen und auch den Sicherungskasten unter die Lupe nehmen, ob die entsprechenden Sicherungen auch entsprechend dimensioniert sind. Es passiert natürlich immer wieder, dass zum Beispiel in ältere Gebäude Schukos anstatt mit 16 Ampere, mit 10 Ampere abgesichert worden sind. Das müssen wir immer berücksichtigen und in Betracht nehmen. Haben wir keinen Netzstromanschluss vor Ort, ist eigentlich bei Drehorten, wo man über mehrere Tage dreht, die beste Möglichkeit ist immer noch kein Aggregat. Das nehmen wir wirklich nicht gerne oder nicht mehr gerne als pauschale Lösung. Wir wollen es auch ein bisschen nachhaltiger auch für unsere Tätigkeit haben. Die beste zweite Möglichkeit ist die Installation eines Baustromkastens. Das erfolgt nach ganz klaren Regeln und Normungen. Der Baustromkasten muss eine entsprechende Normung einhalten. Und das wird über einen Elektrobetrieb installiert. Über einen Elektromeister oder über einen Elektriker, der sich um die Installation kümmert, die Anlage überprüft und die entsprechend protokolliert. Für diese ersten zwei Möglichkeiten ist, wir haben gleich noch einen Schnack, wir müssen noch gleich mehr drüber reden. Aber erstmal kurz die dritte und vierte Möglichkeit kurz erwähnen. Ist kein Baustromkasten möglich, weil wir zum Beispiel im Wald drehen? Na gut, ja, dann Arschkarte, wir brauchen halt ein Aggregat. Wir kennen uns als Fachleute gut damit aus. Allerdings die pflichtige Prüfung für mobile Anlagen kommt jetzt auf unsere Schulter zu. Ob die ältere Kollegen oder auch jüngere Kollegen diese Prüfung durchgeführt haben oder nicht, das wollen wir nicht vertiefen. Aber vor der Inbetriebnahme muss eine komplette, vollständige Prüfung nach DIN VDE 0100-600 erfolgen. Das heißt, wir müssen eine Messung der Auslösezeiten der RCDs bzw. FI, also Fehlerstromschutzschalter, durchziehen. Wir müssen den Erdwiderstand messen, wir müssen unter Umständen die Schleifenimpedanz messen und das alles muss auch protokolliert werden. Unter Zeitdruck ist sehr aufwendig, schwierig. Ein geschickter Beleuchter mit entsprechenden Installationstester nach DIN VDE 0413
allein dadurch merkt man, dass ich schon seit ein paar Jahren in Deutschland wohne, braucht um die 20 bis 30 Minuten Messung und Prüfung, vor dass wir den Aggregat überhaupt einschalten dürfen. Wir nutzen gerne und häufig Aggregaten, wir haben aber keinen Spaß daran. Für kleinere Lasten deswegen auch toll, auf Akkubetriebe oder Umformer zu greifen. Das kommt ja am meisten in Frage bei kleineren Lasten, eben bei LED-Lampen zum Beispiel, mit Beamer und Akku direkt an der Lampe gesteckt, die Lampe leuchtet, so, super, drehen. Ansonsten, Umformer sind eine tolle Sache. Umformer sind praktisch tragbaren Steckdosen mit 230 Volt Spannung, wie die Steckdosen bei uns zu Hause. Der Trick dabei ist, es handelt sich auch um Akkus, die dank einer Spannungswandlung und dank Gleichrichter von einem Gleichstrom einen Wechselstrom erzeugen. Aber zurück zu den zwei ersten Möglichkeiten. Können wir Netzstrom und einen Baustromkasten auch noch grüner, nachhaltiger machen? Das wäre eigentlich möglich über den Vertragsabschluss mit dem mit dem Stromanbieter. Deswegen lass uns mal kurz von Ökostrom reden. Das ist keine direkte Filmtätigkeit, kann man aber noch in Betracht ziehen. In Deutschland, in der Schweiz und in Österreich besteht eine gesetzliche Pflicht zur Stromkennzeichnung. In Deutschland gibt es unter anderem 300 Stromerzeuger und über 1100 Stromanbieter. Also 300 Unternehmen erzeugen Strom, über 1100 liefern diesen Strom. Es muss immer gekennzeichnet werden, ob dieser Strom aus nachhaltigen erneuerbaren Quellen entsteht oder aus Kohlekraftwerken und so weiter und so fort. Wenn wir einen Vertrag abschließen für die Anlieferung von Ökostrom, verpflichtet sich der Anbieter, auch genauso viel Ökostrom in dem Stromnetz einzuspeisen. Aber jetzt kommt der Haken. Also interessant wäre zum Beispiel, dass wenn wir einen Baustromkasten brauchen, die Produktion fragt einen Elektrobetrieb nach der Installation. In demselben Zusammenhang kann man aber auch fragen, dass der angelieferte Strom Ökostrom sein soll. Und jetzt kommt das politische Teil. Es gibt drei Wege, um Ökostrom zu liefern. Wir stecken alle unsere Geräte an dem gleichen Verbundnetz. Das heißt, es ist nicht so, dass auf einmal in unsere Steckdose nur grünen Strom ankommt und den sogenannten Dreckstrom weggedrängt wird. Es gibt drei Möglichkeiten. Der Stromanbieter ist auch ein Erzeuger von Ökostrom und verkauft uns genau so und so viel Ökostrom wie das, was wir gefragt haben. Die zweite und dritte Möglichkeit ist, dass der Stromanbieter kein Erzeuger von Ökostrom ist. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Der Stromanbieter kauft selbst Ökostrom von Ökostromerzeugern, die einen Überschuss in ihren Produktionen haben. Und genau dieser Strom wird uns vertraglich zugesichert. Die dritte Möglichkeit ist, wenn keine Ökostromerzeuger Strom in Überschuss zum Beispiel haben, dann kommt eine sehr, sehr knifflige Vertragsart. Und zwar, der böse Stromanbieter kauft ein Nachhaltigkeitssiegel von Drittanbietern, also von Ökostromerzeuger. Uns wird weiterhin Graustrom geliefert. Das ist die Bezeichnung von Strom aus nicht zurückverfolgbare Quelle. Und der Drittanbieter, der das Prüfsiegel an Nachhaltigkeit verkauft hat, verpflichtet sich, genau dieselbe Menge an Strom nicht mehr als Ökostrom zu verkaufen. Also der reine Böse kauft den grünen Siegel von dem grünen Guten. Der grünen Guten, dadurch darf aber den eigenen Ökostrom nicht mehr als Ökostrom bezeichnen.
So viel zur Paragraphenreiterei, zu den Hintergründen. Aber ich halte das auch für eine wichtige Information, die auch nachhaltig für die Durchführung von Dreharbeiten in Betracht eingezogen werden kann, weil wir im Endeffekt innerhalb kurzer Zeit einiges an Strom auch verbrauchen und damit können wir auch eine Rolle spielen. Aber was passiert, wenn wir weder einen Baustromkasten noch einen Netzstromanschluss haben? Dann gut, dann geht es zwangsläufig um ein Aggregat und dann geht es um unsere Arbeit. Wir müssen definieren, was für ein Aggregat wir brauchen. Und um das zu machen, normalerweise entscheidend ist, wie viel Strom verbraucht unsere stärkste Lampe. Wir berechnen unseren nötigen Strombedarf und dadurch leiten wir weitere Fragen ab, wie groß soll der Aggregat sein, in Zusammenarbeit mit der Tonabteilung besprechen wir nicht, wie laut der Aggregat ist, sondern wo wir den parken. Für Nachtdrehs zum Beispiel als Anhaltspunkt in Hamburg ist die Lärmgrenze im Wohngebiet bei Nacht 55 Dezibel. Schallgedämpfte Filmaggregaten haben Datenblätter, die belegen, wie viele Dezibel sie erzeugen. Die meisten bleiben unter diese 50 Dezibel, genau aus diesem Grund. Wir müssen auch berechnen, wie viele Aggregate. Also bei größeren Drehs kann passieren, dass an einzelnen Tagen wir mehr als ein Aggregat sogar brauchen. Und vor allem bei jeder Filmproduktion ist nicht nur die Lichtabteilung, die ein Aggregat hat, und zwar auch nicht nur durchgehend, nicht immer durchgehend, sondern die Setaufnahmeleitung für die Stromversorgung der Basis. Und da ist zu begrüßen, wenn vor der Dreharbeiten mehr Regenaustausch zwischen diesen zwei Gewerken stattfindet, weil normalerweise, anders als in der bei der Lichtabteilung, kann manchmal bei der Setaufnahmeleitung vorkommen, dass der Aggregat von nicht fachkundigen Leuten in Betrieb genommen wird. Da bedarf ein kleines Gespräch unter Filmkollegen. Inselbetrieb Honda-Aggregate sind die kleinen Inverter-Aggregaten, die können auch zusätzlich im Einsatz kommen, wenn wir zum Beispiel eine Lampe im Hintergrund 500 Meter entfernt brauchen oder so. Wie grün können diese Aggregate sein? Naja, ein tolles Beispiel, was jetzt bis jetzt bei mehreren Veranstaltungen zum Glück vorgestellt worden ist und nie genug davon ist, ist der nagelneuen Filmhybrid von Meyer Bros. kleine Werbe-Ecke. Man muss tatsächlich Meyer Bros. Und Nils Meyer und seine Tätigkeit bedanken für die große Rücksicht auf Nachhaltigkeit und grünes Denken. Bei der Meyer Bros. Ist so ein Aggregat erhältlich. Was gibt es Besonderes bei diesem Aggregat? Bis zu gewissen Stromlasten funktioniert per Akkubetrieb. Das heißt, haben wir nur kleine Lampen im Betrieb, muss der Aggregat gar nicht laufen, sondern kann über einen riesen eingebauten Akku laufen. Dieser Akku lässt sich auch über Solar nachladen. Wenn wir aber größere Lampen brauchen, dann schaltet dieses Aggregat automatisch auf Stromerzeuger um, der aber auch nicht mit Diesel, sondern mit LPG als Kraftstoff funktioniert. Wenn aber alle filmhybride Aggregaten schon vermietet sind, ich persönlich bevorzuge immer Aggregate, die ein bisschen mehr als genug groß für unsere Bedürfnisse sind, aber zugleich so klein wie möglich. Diese Polymer SL50 finde ich toll, weil das ist ein Aggregat, welches auf ein 3,5 Tonnen Fahrzeug gebaut ist. Also man kann das mit einem normalen PKW-Führerschein fahren. Und da haben wir schon zumindest ein Sparnis an dem CO2-Ausstoß des Fahrzeugs selbst. Und der kann trotzdem 48 Kilowatt an Strom liefern und das ist für die meisten Drehtagen bei mittelgroßen Spielfilmproduktionen ausreichend.
ab und zu, wie gesagt, kommen aber in Betracht auch kleinere Honda-Aggregaten für sogenannte Inselbetriebe. Also diese Honda-Aggregate, die sind laut, aber die nutzt man, um zum Beispiel ganz weit hinten im Hintergrund Lampen zu versorgen. Warum ich darunter klein geschrieben habe, Empfehlung RFM. Hier entschuldige ich mich bei den jüngeren Zuhörern. RFM steht für Read the Fucking Manual. Es gibt eine schwarze Seite bei diesen Aggregaten, die man immer berücksichtigen muss, zumindest als Elektrofachkraft. Wir können, wir dürfen und wir sollen einen einzigen Verbraucher da anschließen, vor allem eine einzige Lampe, einen einzigen Verbraucher der Schutzklasse 1. Ich will jetzt das nicht komplett aus der technischen Sicht erklären, aber der Rattenschwanz ist, wenn wir mehr als eine Lampe stecken wollen, dann müssen wir genau so erden und prüfen wie die größeren Aggregate. Ansonsten besteht trotzdem eine erhöhte Gefahr von einem Stromschlag. Wenn man mir nicht glaubt, kann man die Bedienungsanleitungen von der Honda zum Beispiel IS-70 herunterladen. Auf Seite 177 ist das erwähnt. Man muss auch zwischen Stecker stecken mit eingebauten RCDs, also Fehlerstromschutzschalter. Und hier kommen tolle Geräte sonst. Tolle weitere Möglichkeiten sind diese Umformer, die ich schon genannt habe, im Endeffekt tragbare Steckdosen, die Strom aus Akku ziehen. Es gibt in größerem Format diese Voltstack, da können wir schon größere Lampen draufstecken. Und es gibt die Instagrid und RWA1 sind deutsche Produkte, stolze deutsche Produkte, die auch sehr gute Eigenschaften haben. Welche sind die Grenzen dabei? Natürlich, irgendwann ist der eingebaute Akku alle und die Lampe geht aus. Abhängig von wie viel Leistung sie liefern sollen, sind sie dann mehr oder weniger schwer. Und auch die Kapazität verändert sich entsprechend, und zwar wie lange wir sie verwenden können. Um ein Beispiel zu machen, wir nehmen eine 500 Watt Lampe, wir stecken sie bei dem Voltstack und anhand der technischen Datenblätter können wir diese 500 Volt Lampe bis zu 10 Stunden lang durchgehend anlassen. Bei dem Instagrid geht das um 4 Stunden und bei dem RWA1, je nachdem wie viele Akkus an dem Umformer stecken, kann das die Lampe 50 Minuten bis fast 4 Stunden leuchten. Bei jedem Umformer habe ich unten aber auch die Bezeichnung der eingebaute Akku eingetragen, weil da geht es auch um Nachhaltigkeit. Inzwischen der Platz hier im Akkubereich sind Lithium-Ionen-Akkus. Das ist auch der Fall bei den ersten zwei Umformer. Der dritte Umformer hat einen Lithium-Eisen-Phosphat-Akku. Die ersten zwei Umformer dürfen nicht ohne Sondergenehmigung fliegen. Platzgefahr. Der dritte schon. Jeder Akku hat seine Eigenschaften, weil eine Batterie ist nicht für immer und ein Akku auch nicht. Das müssen wir auch tatsächlich berücksichtigen. Wenn wir Akkus verwenden, das ist nicht an sich nachhaltig, das ist nicht an sich grün. Wir müssen viele andere Faktoren in Betracht ziehen. Erstmal, welche Materialien eingebaut worden sind. Unsere Fahrzeuge, allermeisten unserer Fahrzeuge verwenden Blei-Akkus. Und dann, wie gesagt, gibt es eine ganz andere Reihe von möglichen Zusammensetzungen. Die seht ihr hier. So, Nickel-Cadmium-Akkus wurden seit 2009 in Deutschland verboten. Warum? Cadmium ist ein Schwermetall und ist somit giftig. Der wurde deswegen verboten. Und jetzt gibt es Nickel-Metallhydrid-Akkus. Da kann man sich die Frage stellen, okay, aber warum Blei-Akkus wurden noch nicht verboten? Blei ist genauso giftig. Ja, Blei, Cadmium hat Pech, Blei hat einen Vorteil, einen unschlagbaren Vorteil.
Und zwar die Erstellung und Verwendung und Instandhaltung von Blei-Akkus ist extrem kostengünstig und die so gebaute Akkus sind extrem zuverlässig gegen Temperaturschwankungen. Dagegen die Lithium-Ionen-Akkus, die wir inzwischen bis an den Meer finden, sind viel mehr temperaturanfällig und vor allem Lithium ist ein sehr, 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 sehr rares Metall. Die größten Reserven von Lithium gibt es in Bolivien und der Produktionsprozess für Lithium ist auch für die örtliche Landschaft nicht nachhaltig. Grundwasser wird auf die Oberfläche gepumpt, die verdunstet mit der Sonne über mehrere Monate und dabei bleiben Lithiumpartikel übrig. Die werden weiter gefiltert und so weiter und so fort. Was der Rattenschwanz dabei ist, ist, dass bei der Produktionsanlagen von Lithium der Erdboden trocknet nach und nach. Bei Lithium-Ionen-Akkus, wie gesagt, müssen wir auch auf den Flugverkehr achten. Wie kann man damit umgehen? Na gut, Hoffnung gibt es immer weiterhin in der technologischen Fortschritt. Es gibt mehrere Institute, die zum Beispiel versuchen, Natrium-Akkus zu verbessern, zu entwickeln, weil Natrium gibt es auf dem Planet Erde wie Sand am Boden. Natürlich Nachteile dabei ist, die brauchen bis jetzt 300 Grad Temperatur Betrieb, um zu funktionieren. Aber das ist für uns Endbediener noch nichts. Deswegen Licht als Gefahr, gut. Ha, 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 ha. Es geht nicht nur um die Akkus und die Bestandteile der Akkus, sondern auch die Leuchtmittel. Ne? Was haben wir eigentlich in den Geräten, die wir die ganze Zeit verwenden? Naja, wir müssen deswegen auch die Entsorgung in Betracht nehmen, weil in den Leuchtmitteln, die wir nutzen, ist auch häufig Quecksilber enthalten. Wie wir die Lampen entsorgen müssen, das ist in Deutschland mit dem Elektrogesetz festgelegt. Nebenbei die Entsorgung der Batterien und Akkumulatoren läuft in Deutschland nach dem Batteriegesetz. Also Batteriegesetz für die im Verkehr bringen und Entsorgung von Batterien, Elektrogesetz für das im Verkehr bringen und Entsorgung von Elektrogeräten. Die alte liebe Glüh- und Halogenlampen, die leider nicht nachhaltig, aber die dürfen über den Restmüll entsorgt werden. Die bestehen hauptsächlich aus Glasmetall und selbst wenn Halogengasen dabei sind, sind aus umweltschützender Sicht unbedenklich. Ganz anders sieht sowohl bei der Leuchtstofflampen, ja, oder bei der Tageslichtscheinwerfer, bei den HMI-Scheinwerfer, sogenannte HMI-Scheinwerfer, da ist Quecksilber auch enthalten. In der Leuchtstoffröhre mehr, bei der HMI ein bisschen weniger. Und seltenen Erden und auch Mineralien, die wirklich selten auf der Erde sind. Die gelten als Sondermüll. LEDs, die werden als Elektroaltgeräte tatsächlich entsorgt. Die sind nicht giftig, die bestehen zum größten Teil an Galliumverbindungen. Was zur Folge hat, sehen wir gleich. Aber deswegen sind weder Sondermüll noch Restmüll. Was kommt da jetzt? Lass uns kurz dann drüber reden, über das, wie leuchten wir inzwischen aber. Wir haben bis jetzt über die Stromversorgung gesprochen, über die Entsorgung von Lampen, aber wie nutzen wir die Lampen für die Dreharbeiten? Gut, wir erarbeiten unser Lichtkonzept in Zusammenarbeit mit dem DOP, mit dem Bildgestalter, nach seiner Vorstellung. Und diese Vorstellung müssen wir aber umsetzen anhand von festgelegten Hindernisse oder Umstände, das ästhetisches Vorhaben, technische Begebenheiten und der Kamerasystem. Die ersten zwei Faktoren, Ästhetik und technische Begebenheiten, und zwar wo wir drehen, wie ist der Sonnenstand, beschäftigen uns heutzutage genauso wie vor 100 Jahren. Da hat sich nichts geändert, da können wir auch
nichts ändern aus technischer Sicht. Mit dem Kamerasystem erleben wir eine Revolution, die zur Folge auch die Verwendung von die immer größere Verwendung von LED-Lampen gehabt hat. Zu Anfang der 2000er Jahren wurden die analogen Kameras immer mehr nach und nach von digitalen Kameras gedrängt. Deswegen, wir müssen berücksichtigen, was haben wir für eine Lichtempfindlichkeit, also wie viel Licht empfindet unser Kamerasystem und das drauf gebaute Objektiv. Das ist anders als die Betrachtung des menschlichen Augen. Aber hinzu kommt, wie viel Schärfentiefe wir erzeugen wollen, wie viele Bilder pro Sekunde gedreht werden und mit welcher Belichtungszeit. Das mag sehr fachlich klingeln, aber im Endeffekt, die Folge ist auch eine Änderung der allgemeinen Ästhetik gewesen, die wir erleben. Und zwar bis vor 20 Jahren, bis in den 90er Jahren in Hain, hat man auch überwiegend direkt mit Scheinwerfer geleuchtet. Natürlich auch immer wieder nach Bedarf gebounced, etwas oder direkt, aber durch Rahmen, um das Licht ein bisschen weicher zu haben. Aber man musste immer berücksichtigen, wir müssen auf die Blende kommen. Wir müssen genug Lichtmenge auf dem Filmset haben, damit die Kamera alles ausreichend scharf und wahrnehmbar wahrnimmt. Das ist jetzt kein Problem mehr. Das bringt uns dazu, dass wir jetzt weniger mit dem Schlaghammer und mehr mit dem Pinsel arbeiten können, mit dem Skalpell. Also wir können jetzt mehr über die weichen Töne, über die weichen Eigenschaften des Lichtes arbeiten. Bei den Close-Ups können wir ganz kleine Lichtquellen verwenden. Endeffekt, in den letzten Jahren arbeitete man statistisch deutlich mehr mit einer weichen Beleuchtung über Reflektoren oder über andere Bounceboard durch Rahmen und immer weniger mit direktem Licht. Dann reden wir über die Möglichkeiten, über die Hauptkategorien der Leuchtmittel, die wir verwenden. Kunstlicht, und zwar die alte Glüh- und Halogenlampen. Ich muss diese Kategorien auflisten, damit man nach und nach versteht, warum kein allerlei Mittel für die Lichtgestaltung gibt, sondern immer die Verwendung entscheidend ist. Die Kunstlichtlampen haben wahnsinnig günstige Anschaffungspreise und die sind wirklich lange anhaltend, also nachhaltig. Sagen wir so, die Kunstlichtlampen, egal ob Glühbirne oder Halogenlampen, sind die Bleiakkus unter den Leuchtmitteln. Das ist leider ein Stromfresser, geht aber nicht kaputt, kostet kaum und hat ein sehr breites, kontinuierliches Farbspektrum. Können wir es besser machen? Das hängt immer von der Verwendung an. Wir haben jahrelang auch in unseren Haushalten uns mit Leuchtstoffröhren beschäftigt, mit Neonröhren. Am Anfang hat man nicht berücksichtigt, dass eben Quecksilber ein Problem war, irgendwann geworden wäre, Sondermüll. Ansonsten, die Leuchtstoffröhren haben eine sehr gute Effizienz, und zwar Verwandlung von Strom in Licht, günstige Anschaffungspreise und verbrauchen wenig. Inzwischen, das ist ein veraltetes Standard für die Dreharbeiten. Das kann ich jetzt schon so sagen. Neonröhren gehören für die Dreharbeiten immer mehr zur Vergangenheit. Mit Ausnahmen, aber das ist kein aktueller Standard der Technik mehr. Tageslicht. Tageslicht hat immer noch einen Löwenanteil und eine Hauptrolle bei der Dreharbeiten, weil die uns den höchstmöglichen Output, die höchstmögliche Menge an Licht liefern und zusichern können. Die Farbewiedergabe dabei ist auch sehr gut. Die Anschaffungspreise sind allerdings sehr hoch, vor allem weil die einen Vorschaltgerät benötigen. Und wie gesagt, sie sind Sondermüll. Ja, ist ein bisschen doof, ein bisschen sehr doof. Gut, wenn ihr hier dabei seid heute Abend, das ist die Frage, die vielleicht viele von euch sich stellen und die vertiefen wir jetzt. Lass uns mal kurz über LED reden. LEDs, Leuchtdioden, sind elektrische Halbleiter. Die haben die höchste Effizienz
im Sinne von Verwandlung vom Watt in Licht. Die haben dadurch den niedrigsten Stromverbrauch, eine irrsinnig lange Lebensdauer, sind wahnsinnig resistent. Wo ist the dark side of the moon dabei? Die gesamte Leistung ist begrenzt. Sie sind monochromatische Lichtquellen. Wie gesagt, sie sind als Elektroschrott zu entsorgen. Aber in Bezug auf die begrenzte Gesamtleistung, weshalb? Die brauchen Kühlung. Wie ich geschrieben habe, die Temperatur darf die 80 bis 85 Grad Celsius nicht übersteigen. Aber ich sage euch sogar, warum. Und zwar, wenn wir von Halbleiter reden, die meisten Halbleiter in der Elektronik bestehen aus Silizium. Das ist nicht der Fall bei Leuchtdioden. Der Hauptanteil an Leuchtdioden ist Gallium. Das ist auch ein Metall. Das Problem dabei, also die Kacke bei Gallium ist, der Schmelzpunkt liegt bei knapp 30 Grad Celsius. Das heißt, in einem heißen Sommertag würde Gallium schon schmelzen und der LED kaputt gehen. Bei LEDs ist aber nie reines Gallium eingearbeitet, sondern wie gesagt Galliumverbindungen, also Gallium in Verbindung mit Aluminium oder mit anderen Edelmetallen. Das lässt die mögliche Temperatur weiter steigen, aber trotzdem nach 80 bis 85 Grad Celsius ist Schluss. Der LED geht kaputt. Das ist der Vorteil bei Kunstlichtlampen, da ist der Hauptanteil Wolfram. Der Metall mit dem höchsten Schmelzpunkt bei 3400 Kelvin, 3400 Grad Celsius, dementsprechend bis knapp 3700 Grad Kelvin. Deswegen reden wir von einer Farbtemperatur von 3200 Grad Kelvin bei Kunstlicht, weil das ist die Hitze des Wolframs. An dieser Stelle würde ich gerne kurz diese Präsentation abbrechen, weil ich auch ein Diagramm, ein animiertes Diagramm vorbereitet habe, um zumindest kurz diese Äpfel mit Birnen vergleichen zu können. Ihr seht hier ein Diagramm, wo ich die üblichen Leuchtmittel aufgelistet habe, die über Großhandel auf dem Markt sind, die sind nach Kategorie verteilt. Natürlich, dieses Diagramm ist nur genauso aussagekräftig wie die Anzahl der Leuchtmittel, die ich hier aufgeführt habe. Hier handelt es sich nur um 53 Leuchtmittel, aber das ist eine gute richtunggebende grafische Visualisierung. So, folgendes. Die rote Punkte sind das alte Glühlicht, das orangene Halogen, das grüne ist Leuchtstoff, das blaue ist Tageslicht. Das gelbe sind die Natriumstrahler, die zum Beispiel so schön orange unsere Straßen nachts beleuchten. Und das lilane sind LEDs. Was hier abgebildet ist, ist nur die reine Lichtausbeute nach der Einheit Lumen pro Watt. Ich habe die Datenblätter, die technische Angabe der Hersteller genommen und in eine Tabelle eingetragen und dabei ist diese Visualisierung entstanden. Was sagt uns diese Visualisierung? Die größeren Kreise haben den größeren Verhältnis Lumen pro Watt. Also die größeren Kreisen erzeugen mehr Licht für jeden Watt Strom, was sie ziehen. Im Umkehrschluss, die kleineren Kreisen ziehen einiges an Strom, erzeugen dabei aber weniger Licht. Jetzt, dass ihr sozusagen die Ausgangssituation wisst, könnt ihr sehen, dass die orangen und roten Punkte, also das alte Kunstlicht, Halogenlicht, ist überhaupt nicht leistungsfähig. Also ziehen viel Strom, erzeugen dabei sehr wenig Licht.
ein bisschen besser schneiden die Leuchtstoffröhren, also die Neonröhren ab, das sind die grünen Punkte. Aber natürlich viel besser sind die Tageslichtlampen, die blaue, und die LEDs. Die gelben nebenbei sind baulich betrachtet genauso wie die Tageslichtlampen. Es handelt sich immer um Metalldampflampen, nur die gelben erzeugen Licht, was Kacke für unsere Filmzwecke ist. Tageslichtlampen dagegen tolles Licht. So, anhand dieser Diagramme würde man sagen können, okay, klare Sache, es gibt nichts Besseres als LED, unschlagbar. So, und jetzt kommt der Rattenschwanz. Diese LED-Leuchtmittel, die da abgebildet sind, haben eine Leistung von 1 bis 20 Watt insgesamt. Das heißt, die haben eine super Effizienz, die erzeugen aber wahnsinnig wenig an gesamtem Licht. Wenn wir dieselbe Leuchtmittel betrachten wollen und nur die gesamte erzeugte Lichtmenge in Betracht nehmen wollen, dann sieht es so aus. Plötzlich sind unsere Tageslichter, unsere tageslichtige Leuchtmittel die Platzhirsche. Die erzeugen wahnsinnig viel Licht. Und all die lilanen Kreise mit den LEDs sind unbedeutend klein. Leider. Was kann man dabei machen? Man kann natürlich, und das ist der Weg, der die meisten Lampenhersteller eingeschlagen haben, so viele LEDs wie möglich in eine einzige Lampe einbauen. Aber irgendwann ist Schluss. Wir können diesen Diagramm auch unter der Angabe Watt betrachten. Das ist jetzt die Abbildung der bösen Leuchtmittel, ohne Rücksicht auf wie viel Licht sie erzeugen. Und natürlich, na gut, das ist Mathematik, die Leuchtmittel, die 20.000 Watt oder 18.000 Watt verbrauchen, sind natürlich die Böse und die anderen, ganz abgesehen von wie viel Lichter sie erzeugen, sind die Guten. Gut, wir können einmal kurz diese Visualisierung schließen und ich gehe dann zurück zur Präsentation. Also wie gesagt, wichtig dabei ist mal zu wissen und zu denken, okay, LEDs sind unschlagbar effizient, aber die haben ganz klare physische Grenzen in Bezug auf die maximale gesamte Menge an Licht. Weshalb? Weil irgendwann die Galliumverbindungen schmelzen. Das heißt, größere Lampen mit vielen LEDs brauchen auch Kühlungssysteme. Und das macht auch die Lampen wiederum schwer. Und das setzt ganz klare gewisse Grenzen. Aber reden wir auch über die Qualität des Lichtes, womit wir arbeiten. Weil weiß ist nicht gleich weiß. Und alle diese vier Kategorien, Kunstlicht, Tageslicht, Neon, also Leuchtstoffröhren und LEDs, funktionieren anders. Wenn wir das, was wir als Menschen als Weißlicht betrachten, mit einem Spektroskop oder mit einem Spektrometer in den einzelnen Farbtöne zerteilen, dann haben wir ganz unterschiedliche Ergebnisse. Das vollständigste Farbspektrum bekommen wir von der Sonne. Und alles, was wir mit der Lampe machen, versucht ein bisschen diese tollen Farbspektrum nachzuahmen. Bei Glühlampen sehen wir aber, dass dieses Farbspektrum ganz viele rote Farben wiedergibt und weniger blau. Deswegen Kunstlicht wirkt ein bisschen orangener. Leuchtstofflampen sieht ja schon anhand dieses Diagramms, können wir direkt vergessen. Wir müssen immer wieder mit der Farbtemperatur von Leuchtstoffröhren kämpfen, weil immer wieder kommen schlimme grünen Stiche, die wir ein bisschen beseitigen müssen. Halogenlampen
und auch Metalldampflampen, also Tageslichtlampen, haben ein schönes kontinuierliches Farbspektrum, abhängig aber von der Zusammensetzung der Halogengasen oder der seltenen Erden, ist dieses wiedergegebenes Licht ein bisschen kühler, ein bisschen wärmer. Und dafür verwenden wir Korrekturfolien. Bei LEDs sieht es anders. LEDs, eigentlich diese abgebildeten Diagramme sind ein bisschen zusammenfassend. LEDs sind monochromatische Lichter, das heißt, sie liefern eigentlich gar kein kontinuierliches Spektrum, sondern einzelne Farben. Das wissen wir ungefähr von unseren LED-Fernseher. Da sind LED eingebaut, die sind rot, grün, blau, und wenn die alle gleichzeitig leuchten, wir nehmen sie als weiß wahr. Genauso funktionieren auch unsere LED-Lampen beim Film. Und zwar entweder sind weiße LED eingebaut bei Bicolor-Lampen, warmweiß und kaltweiß, oder eingebaut sind RGBW-LEDs, also rot, grün, blau, weiß. Und die Zusammensetzung bestimmt die Farbe. Das heißt aber auch, die LED-Lampen mit RGBW können beliebige Farben, aber das lässt auch die mögliche maximale Helligkeit sinken, weil wir bauen nicht mehr LED ein, sondern wir tauschen einfach weiße LED mit rote, weiße LED mit blau und so weiter und so fort. Nur kurz ein bisschen laienfreundlicher abgebildet. Licht kann weiß, weiß, weiß oder weiß sein. Das war ein Spruch von Osram für den firmeneigenen Neon-Lichtkatalog. Aber wenn ich das so visuell abbilden soll, Erzeugung weißes Licht von Kunstlicht. Irgendwas glüht, da wo glüht, wird es heller. Und dabei entsteht Licht. Das ist das Prozess. That's it. Entladungslampen, Leuchtstoffröhren und oder Tageslichtlampen. Zwei Polen mit einem leeren Raum dazwischen erzeugen eine Spannung, die Luft, der Luft dazwischen ionisiert und elektrisch leitend macht. Dabei entsteht eine Erregung von den eingebauten Gasen, das erzeugt Licht. Wie gesagt, bei der Dreharbeiten meistens mit einem kühleren Touch, a touch of sun, und das ist die Verwendung. Und das ist LED. Das ist der Prinzip hinter den LEDs. Wir haben monochromatische Lichtquellen. Wir können sie je nachdem so steuern, wie wir wollen. Wenn wir sie alle zusammenschalten, haben wir einen einigermaßen Weißlicht oder wir machen Effektlicht. So, wie gesagt, man muss berücksichtigen, wenn wir aber Weißlicht mit LEDs haben, ist ein etwa farbärmeres Weißlicht. Fehlen ein paar Töne dazwischen. Das muss man wissen. Und vor allem für die Filmschaffenden unter uns, das ist auch der Grund, weshalb bei Bicolor-LED-Lampen, wenn man den Eindruck hat, dass einen grünen Stich vorliegt, diesen grünen Stich können wir nicht, wie bei klassischen Scheinwerfern, mit der Verwendung von Minus-Green-Korrekturfolien wegbügeln. Bei klassischen Scheinwerfern haben wir ein kontinuierliches Farbspektrum. Wir setzen vor der Lampe Folien und wir haben eine subtraktive Farbmischung. Das heißt, der Scheinwerfer spuckt alle Farben raus. Wir stellen eine Folie davor, das ist ein Filter, und der lässt nur ein paar Farben durch. Beim LED, das ist eine additive Farbmischung. Wir haben einzelne Farben, und je nachdem, wie sie als Zutaten auf unser Gemälde, auf unsere Leinwand einfallen, entstehen besondere Zusammensetzungen. So, Vorsicht beim, es gibt meines Erachtens Greenwashing auch beim Licht.
Auf jeden Fall, wenn wir von Nachhaltigkeit reden und das auf Stromverbrauch beziehen, dann sind LEDs der Hoffnungsträger für die nächsten Zeiten. Und das beziehen wir auch gerne auf Dreharbeiten. Es gab, ich habe gerne den Vortrag vor 2 Wochen von Corinna, Green Consultant, die ist heute auch als Zuhörerin dabei, gehört, fand ich toll. Und eine der empfohlenen Maßnahmen war zum Beispiel Umrüstung von Filmstudios auf LED. Ich war am Anfang argwöhnisch, aber allerdings nach und nach, da stimme ich zu. Man kann gerne mit LEDs bei Studios arbeiten. Ich gehe noch weiter, man kann auch überwiegend mit LEDs bei Nachtaufnahmen arbeiten. Das Problem sind immer natürlich aber Dreharbeiten, wo wir mit Sonnenlicht und mit Tageslichtsituationen spielen müssen. Und da brauchen wir dicke Lichtausbeuten. Wie gesagt, LEDs haben ganz klare technische Grenzen, die werden aber bei einigen Lampen so verkauft, als ob sie auch mit größeren klassischen Scheinwerfern mithalten können. Das können sie nicht. Das muss ich jetzt so ganz klar zusammenfassen. Das können sie nicht, weil da muss ich einen der größten Philosophen unserer Zeit zitieren. In diesem Fall sei es das Matter. Die Größe ist entscheidend. Anhand des Diagramms, den ich euch schon gezeigt habe, wir haben bei LEDs tolle Effizienz, aber begrenzte Gesamtleistung. So, es gibt ein paar Lampen, die auch im Laufe vom vergangenen Green, Keen to be Green Vorträge mit den besten Absichten als gute Alternativen zu größeren Scheinwerfer vorgestellt worden sind. Ich muss auch die Sachen bei Namen nennen. Es gibt die Lampe von Moll Richardson, die heißt 20K LED, 20K. Das ist schon ein Augenzwinker, damit man in der Glaube kommen soll, dass diese LED-Lampe klassische 20K, 20 Kilowatt Scheinwerfer ersetzen kann. Das kann sie bei weitem nicht, das sehen wir gleich anhand eines tollen weiteren animierten Diagramms. Es gibt auch eine andere Lampe, die vorgestellt wurde, wo laut Herstellerangaben handelt es sich, das ist die Ayrton K25, handelt es sich laut Hersteller um die einzige LED-Lampe, die der Lichtoutput von klassischen Fresnel-Lampen 4000 Watt und 6000 Watt vergleichbar ist. Stimmt auch nicht ganz. Wie gesagt, wir müssen die gesamte Lichtmenge vergleichen, alles, was an Licht von der Lampe rauskommt. Aber bei den technischen Datenblättern wird immer wieder einen Lux-Wert eingegeben. Für die, die es nicht wissen, der Lux-Wert ist die Beleuchtungsstärke, das ist ein Scheitelwert. Das bezeichnet der Punkt mit der größten Helligkeit der Lampe. Das heißt, die technischen Datenblätter sind auf Angaben basiert, die nur den hellsten Punkt betrachten, aber nicht die gesamte erzeugte Lichtmenge. Aber auch unter diesen Umständen einen Vergleich zu machen, muss ich wieder meine Präsentation kurz stoppen, um euch zu dem nächsten Diagramm einzuleiten. Und das ist noch nichts da drucken, PV. Ich sage dir gleich, das habe ich jetzt folgendermaßen. Ich habe eine Art Kamelrennen gestaltet, wie die, die man auf dem Jahresmarkt erlebt. Und zwar, ich habe 20 verschiedene Lampen genommen, die wir bei der Dreharbeiten tatsächlich nutzen. Ich habe die Datenblätter vom Hersteller genommen und ich habe die Lux-Werte in Bezug immer auf die gleiche Entfernung eingetragen. Und zwar, wie hell sind diese Lampen, wie viel Lux liefern diese Lampen in 10 Meter Entfernung.
Wir vergleichen auch hier nochmal Äpfel mit Birnen, weil einige von diesen Lampen einen sehr, sehr breiten Lichtkegel erzeugen. Also das erzeugte Licht geht in eine sehr breite Richtung. Andere Lampen sind sehr fokussiert. Also was habe ich jetzt gemacht? Dieses Diagramm funktioniert so. Wir befinden uns in 10 Meter Entfernung von der Lampe und wir machen einen Countdown mit dem Abstrahlwinkel der Lampe. Das heißt, je kleiner der Winkel wird, je fokussierter der Winkel wird, umso mehr werden nach und nach die anderen Lampen auftauchen, die diesen Abstrahlwinkel erzeugen. Das ist sehr schwierig, merke ich natürlich beim Erzählen, aber wir genießen langsam diesen Kamelrennen. Es funktioniert so. Piwi, leg los. Wir befinden uns bei 126 Grad Abstrahlwinkel, Astera, Titan Cube LED. Im Grund kommt Leuchtstoffröhren, die liefern mehr Helligkeit. Aber dann kommen weitere LED-Lampen, die lilanen sind LED-Lampen. Und bei breiter Abstrahlwinkel, die haben die Oberhand, keine Frage. Nur ab einem bestimmten Punkt, irgendwann hoffen wir, kommen auch andere Systeme. Jetzt sieht es so aus, als ob es nur mit LEDs zu leuchten ist. Aber bei einem Abstrahlwinkel von 63 Grad kommen schon die ersten Tageslichtscheinwerfer ins Spiel. Und die haben deutlich mehr Helligkeit als die anderen Lampen. Hier kommt der 6 kW und sogar die orangene Kunstlichtlampen liefert viel mehr Licht. Aber da kommt auch diese 20 K von Moll Richardson. Der schlägt sich gut durch bis zu einem Abstrahlwinkel von 50 Grad. Dann wird von viel dickeren Einheiten überholt und wir sehen, dass er die obere Sparte nur für die Tageslichtscheinwerfer ist. Wir sehen, dass ein Arimax mit 18.000 Watt Leistung schon nicht mehr reinzuholen ist und dass im oberen Bereich tatsächlich wir nur auf Tageslichtscheinwerfer und sogar ein paar Kunstlichtscheinwerfer greifen können. Die LED-Lampen leider sinken immer weiter nach unten und es gibt sogar eine bestimmte Tageslichtlampe, eine 6 kW Stufe, der bei engere Abstrahlwinkel, also je fokussierter wird, umso mehr einen sehr, sehr hellen Punkt erzeugt. Der Ayrton Wildsun K25, den ich erwähnt habe, schlägt sich gut durch, aber immer noch mit einer gesamten höchsten Helligkeit unter der Helligkeit eines 4 kW Tageslichts. Die Abstrahlwinkel werden immer noch enger und es gibt aber nur Tageslicht und ein paar Kunstlichtscheinwerfer, die noch was anzubieten haben. Jetzt plötzlich taucht aber auch eine neulich vorgestellte LED-Lampe, eine Desisti Muses of Light Aurea im vorderen Bereich und dann aber noch eine Tageslichtlampe. Ende des Rennens. So, bleiben wir kurz hier bei diesem Standbild und ziehen wir ein paar Schlüsse, Fazit davon. Wenn wir von großen Lasten reden und großen Bedarf an Licht, dann sind größere Einheiten, tageslichtbasiert, immer noch nicht zu toppen, bei weitem nicht. Und man muss das tatsächlich in Betracht nehmen. Also man muss die LEDs für eine bestimmte Sparte zuordnen. Wir sehen, es gibt aber eine LED-Lampe, es ist auch jetzt ein technologischer Fortschritt, diese Aurea Muses, die schlägt sich angeblich gut durch, hat aber ein Problem, hat nur einen festen Abstrahlwinkel von 11 Grad. Das heißt, die leuchtet nur sehr fokussiert und hell in einem Punkt, bicolor und wiegt 40 Kilo. Die anderen Scheinwerfer wiegen nicht weniger, aber wir können sie fokussieren und den Abstrahlwinkel verändern. Und da kommt der andere Punkt, der bemerkenswert ist. Die Lampe direkt da unter der Aurea. Die Lampe direkt da unter, leider ist diese Abbildung ein bisschen klein, das ist ein Parallelbeamstrahler. Tageslichtig, Metalldampflampe, dieselbe Technologie, die in den klassischen Tageslichtscheinwerfer eingebaut worden ist, nur die ist von vornherein gebaut worden, um nur sehr, sehr, sehr fokussiert mit einem Abstrahlwinkel von 2 Grad zu leuchten.
wahnsinnig Lichtanlieferung in großer Entfernung. Und wenn wir den Stromverbrauch vergleichen, die Mysis Aurea verbraucht 2400 Watt. Die wurde neulich auch als nachhaltige Möglichkeit vorgestellt. Die Tageslichtlampe Parallelbeam darunter verbraucht die Hälfte, 1200 Watt. Also man muss wieder denken oder als Schluss ziehen, es kommt an die Anwendung an. Wenn wir nur fokussiert mit einem hellen Punkt in große Abstände leuchten wollen, wir können nicht pauschalisieren, dass LED besser als andere Systeme ist. Wir müssen auch die Bauart der Lampe in Bezug nehmen und unter Umständen unsere Denkweise anpassen müssen. Wollen wir aber nicht nur einen hellen Punkt in 10 Meter Abstand ausleuchten, sondern haben wir ein Close-up und wollen wir aus einem halben Meter Abstand ein schönes weiches Licht erzeugen oder anliefern, dann natürlich sind LED-Lampen mit ganz kleinen Lasten sehr umweltschonend, passend. Deswegen, man muss immer sozusagen die Filmbeleuchtung als eine Konstellation aus verschiedenen Faktoren betrachten. Dieses Diagramm können wir wieder zumachen und wenn ihr noch Kräfte habt, ist die Präsentation auch gleich zu Ende. Noch nicht einschlafen. So, hier kommt wieder Godzilla. Also. Was habe ich bloß nach Godzilla? Nach Godzilla kann nur bergab gehen. Was haben wir noch? Das ist eine noch irritierende Tabelle, so in 2 Minuten erklärt. Aber ich versuche es trotzdem. Nochmal, wenn wir die einzelnen Lampen betrachten, es ist egal, welches Leuchtmittel eingebaut worden ist, die Flutstellung, also breite Abstrahlwinkel, liefern eine gesamte Lichtmenge, die größer ist als die gesamte Lichtmenge, die angeliefert wird, wenn wir enge Abstrahlwinkel nutzen. Was habe ich in dieser Tabelle gemacht? Ich habe davor nichts getrunken außer Wasser, kann ich gewährleisten. Habe ich wieder Angaben aus technischen Datenblättern eingegeben und Folgendes gemacht. Wie viele Lux eine Lampe anliefert, wie viele Helligkeit diese Lampe anliefert und wie viel Licht wurde nur das Leuchtmittel anliefern können, wenn ohne Verlust das Leuchtmittel in derselben Richtung mit dem gleichen Abstrahlwinkel strahlen würde. Das heißt, ich mache nur ein Beispiel. Nehmen wir den Rari M18 mit einem Leuchtmittel 1800 Watt, HMI 165 Lumen Licht von Osram. Da geht es schon los. Die Leuchtmittel von Osram mit 1800 Watt haben laut Hersteller eine Gesamthelligkeit von 165.000 Lumen. Die baugleiche Leuchtmittel von Philips 5.000 Lumen weniger, 160.000 Lumen. Herstellerangabe. Müssen wir als Beleuchter nicht auch damit anfangen, sonst findet das Dreh gar nicht mehr statt. Ist aber interessant zu wissen. Wenn ich diese Leuchtmittel nehme und in einem Scheinwerfer M18 einbaue, dann habe ich laut Hersteller 3 Angaben in Bezug auf den Abstrahlwinkel. In 10 Meter Entfernung wurde diese M18 9800 Lux liefern oder 2165 Lux bei einem breiteren Abstrahlwinkel oder nur 860 Lux bei größeren Abstrahlwinkel. Wenn ich aber nicht die Arie-Machzen betrachte, sondern nur das Leuchtmittel, das ich schon erwähnt habe, und in einem Lux-Lumen-Rechner reintrage mit dem gleichen Abstrahlwinkel, dann habe ich viel höhere Ergebnisse. Das heißt, die Angabe von Arie-Machzen
entsprechen nur das 36% bzw. 47% bzw. 48% der Helligkeit, welches eigentlich das Leuchtmittel also in der Tasche hat, liefern könnte. Egal welche Lampe, egal welche Leuchtmittel, mit Ausnahme von dem Dedo-Lämpchen, da kommt noch ein Gespräch dazu für den nächsten Vortrag irgendwann. Aber egal welchen Leuchtmittel, Flut, breite Abstrahlwinkel liefert eine größere Menge an Licht als enge Abstrahlwinkel. Und am Set haben wir die Bestätigung, jedes Mal, dass wir eine Lampe nicht direkt, sondern gebounced verwenden. Wir nehmen einen Scheinwerfer, leuchten gegen eine Wand und das resultierende Licht aus dem Reflex ist immer heller, wenn wir die Lampe komplett flut stellen, und wird allmählich dunkler, wenn wir die Lampe wieder spotten, wenn wir den Abstrahlwinkel wieder verkleinern. Wir sind fast fertig, bleibt noch dran. Ich habe drei Fazit, die entsprechend meiner Meinung sind keine rechtsverbindliche Beratung, sondern ein kurzes Schlusswort zu dieser langen Präsentation. Fazit 1 sind eigentlich schon drei. Die ökologische Nachhaltigkeit der Lichtgestaltung eines Filmes entsteht überwiegend in der Vorbereitungsphase. Es ist vor allem vor der Dreharbeiten, dass wir Eingriff auf nachhaltige Maßnahmen haben, in Bezug zum Beispiel auf die Auswahl der Stromversorgung, der Lampen, die wir verwenden werden, und zum Beispiel des Verbrauchsmaterials. Die größten Einflussfaktoren für unsere Planung sind natürlich das Drehbuch, natürlich wenn wir Star Wars drehen und das findet auf einem fremden Planet statt, na gut, das hat gewisse Folgen, die anders sind als die Folgen, die wir bei einem Kammerspielfilm hätten. Anderer Faktor sind die Drehorte natürlich. Was haben wir an Stromanschlüsse vor Ort? Wie zugänglich sind unsere Drehorte? Drehen wir im Wald? Drehen wir in einer Halle, in einem Studio? Und natürlich die Ästhetik. Was wollen wir erzählen? Und endlich, da spielt die Geige, jetzt reden wir ein bisschen über Kunst, jetzt lass uns fokussieren. Ich will nicht nur ein Auchlicht, ich will bram, ein Batzen Sonnenlicht. Gut, das müssen wir für unsere Planung berücksichtigen. Und deshalb für uns Oberbeleuchter oder für uns Lichtabteilung kommt hinzu auch eine stetige Aufmerksamkeit, die man während der Drehzeit braucht. Und zwar, wie wir den Strom verbrauchen, den Material verbrauchen und wie wir auch miteinander arbeiten. Das mag ich auch immer zitieren, weil ich, wenn ich 40 Kilo schweren Lampen am Set habe, muss ich auch als Oberbeleuchter trotzdem immer berücksichtigen, dass meine geliebten Kollegen diese Lampen schleppen müssen. Also muss ich sehr sparsam berechnen, wann diese Lampen umgebaut werden müssen. Das ist nicht so, als ob wenn wir eine kleine LED-Lampe umsetzen. Stromverbrauch. Bei größeren Lampen, Tageslicht vor allem, kommen auch zusätzliche Kosten in Bezug auf die Brennstunden. Bei einem 6 Kilowatt Scheinwerfer und größere zahlt man auch pro Stunde, wie lange der Brenner geleuchtet hat. Ein 18.000 Watt Leuchtmittel kostet über 2.000 Euro und hat eine Lebensdauer von ca. 300 Stunden. So, für mich als Faustregel persönlich, wenn ich einen 9 kW am Set verwende, dann weiß ich, das ist die Schwelle, wo das Leuchtmittel einen höheren Stundenlohn als ich Oberbeleuchter hat. Und das geht mir schon pauschal auf den Sack. Deswegen, wir brauchen die Lampe für viel Licht, aber nur gerne so lange wie nötig, weil zumindest am Ende des Tages möchte ich eine höhere Tagesgage als das Leuchtmittel nach Hause gebracht haben. Fazit Nummer 2. Sehr, sehr, sehr stark zu empfehlen wäre,
Das ist ein bisschen Wunschkonzert und zugleich Aufruf für die zukünftige Entwicklung. Ein Film Energy Advisor, das ist ein Thema, was wir beim Bundesverband für Beleuchtung und Bühne stark in den letzten Monaten am Vertiefen sind. Wir finden ganz, ganz toll, dass immer mehr man von Green Consultant redet. Sie sind, ihr seid wichtig und es ist toll, dass man endlich so ein Berufsbild entwickelt hat. Neben oder zur Unterstützung von der Tätigkeit eines Green Consultant, nach unserer Meinung, wäre super auch einen Energieberater zu begrüßen, der eben nur an die Vorbereitung und Drehzeit beteiligt sein könnte, für alle Anliegen, die ich zum Beispiel im Laufe dieser Präsentation erläutert habe. Als Voraussetzung fachkundig nach § 2 Absatz 5 Betriebssicherheitsverordnung. Wir reden von einer Person, die aufgrund der fachlichen Berufsausbildung, der Berufserfahrung und der zeitnahe berufliche Tätigkeiten in der Lage ist, die ihm übertragenen Aufgaben zu bewerten. Das heißt, jemand, der elektrotechnische Kenntnisse hat und zugleich auch ein fachkundiges Wissen über die Eigenschaften der Dreharbeiten hat. Deswegen ein kleiner Aufruf in diesem Fazit 2, ob vielleicht zukünftig fünf Forderungen und vielleicht als Anlaufstelle der Bundesverband Beleuchtung und Kamerabühne ein bisschen häufiger miteinander reden könnten, ob es Sinn macht, über die Entwicklung eines solchen Berufsbildes zu reden. Alle guten Dinge sind drei, jetzt kommt der dritte und letzte Fazit und das ist einfach ein bisschen ein Glückskeks-Fazit, das spiegelt nur meine private Meinung. Du musst, was Nachhaltigkeit angeht und Beruf an Set angeht, du musst nicht dein Handeln rechtfertigen, dennoch, du musst es begründen können. Und mit diesem Schlusswort bedanke ich mich bei euch allen. Wir bedanken sich bei dir, Adriano, vielen, 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 vielen Dank. Das war super interessant. Wer hätte gedacht, dass über Licht zu reden oder über Licht zu hören so spannend sein kann? Ich hatte schon einmal das Glück, einem deiner Vorträge zuzuhören. Deswegen fand ich es ganz wichtig, dass du hier dabei bist. Und vielen Dank, dass du auch meinen Erwartungen mehr als gerecht geworden bis zum zweiten Mal. Das war super. Und auch vielen Dank für das emotionale Kamelrennen. Damit hatte wahrscheinlich heute hier keiner gerechnet. Ehe wir jetzt noch irgendwas reinwerfen, ich habe vorhin völlig vergessen zu erwähnen, dass wir hier aufzeichnen. Also sämtliche Fragen, die jetzt gestellt werden, alles wird aufgezeichnet. Auch der Vortrag wurde aufgezeichnet und wir haben vor, das am Ende dann weiter zu verwerten, vielleicht nicht komplett in seiner vollen Länge, aber doch fast. Und deswegen Menschen, die jetzt Fragen stellen möchten, die das gerne ohne gesehen zu werden, die machen dann bitte ihre Kamera aus, können auch gerne den Chat benutzen, um Fragen zu stellen. Ansonsten, wenn es jetzt Fragen gibt, könnt ihr euch gerne melden. Was mir sehr, sehr gefallen hat, Adriano, war, dass du, wie auch Olivier, den wir letzte Woche gehört haben, diesen Forscher in dir hast, diesen Forscherdrang, dass du eben Dinge ausprobierst und so wie er zum Beispiel Materialien ausprobiert, die er zum Bau nutzt, dass du eben dir all diese Leuchtmittel vornimmst und diese Vergleiche anstellst. Das finde ich super spannend. Ja, ich finde, das gehört zum lebenslangen Lernen dazu. Also das hat mit meinem stetigen Reiz und Genuss an meinem Beruf zu tun, an meiner Arbeit zu tun. Ansonsten geht es nur um Fließarbeit und das ist nicht, weshalb wir da am Set mal lochen. Richtig. Ja, mir hat auch, was mir auch aufgefallen ist, war, wie auch bei Olivier, dass es dir wichtig ist, dass es auch deinem Team gut geht und dass du eben nicht möchtest, dass da einfach mal 40 Kilo Leuchtmittel durch die Gegend getragen wird, nur weil. So. Genau, zu diesem Punkt zum Beispiel, das ist auch nachhaltig. Eigentlich ist es ganz klar festgelegt, es gibt ganz klare berufsgenossenschaftliche Regeln zu beachten und die sind
jetzt abgesehen, leider, das ist tatsächlich auch geschlechtsbezogen, aber berufsgenossenschaftlich betrachtet darf bei der Arbeit ein Mann bis 25 Kilo hochheben und eine Frau bis 15. Und mehr ist aus berufsgenossenschaftlicher Sicht, im Rahmen der Unfallversicherung, unzulässig. Das heißt natürlich, Lampen, die mehr als 25 Kilo wiegen, müssen so oder so von mindestens zwei Personen getragen werden. Ob das natürlich der Standarddinge auch entspricht und der allgemeine Ablauf am Set, das steht auf einem anderen Blatt. Ich versuche natürlich, das so gründlich und stetig zu berücksichtigen, und es ist mir wichtig, auch das einmal erwähnt zu haben. Super spannend, wusste ich zum Beispiel auch nicht. Haben wir alle ganz viel schon dazugelernt. Heidrun hat eine Frage in den Chat geschrieben. Lieben Dank, Adriano, für die Präsentation. Gibt es denn schon auch Aggregatoren, die über Wasserstoff betrieben werden können? Danke für die Frage. Persönlich weiß ich das nicht. Ich beschäftige mich eher mehr natürlich, ich bin eher mehr am vordersten Front als Endbediener, habe persönlich ein bisschen weniger mit der Entwicklung zu tun. Meines Wissens nach ich las gerade heute noch drüber, Wasserstoff kommt auf jeden Fall in Betracht für die Entwicklung von neuen, grünere, nachhaltigere Akkumulatoren, also Akkus. Auf Stromaggregaten weiß ich noch nicht, das kann ich nicht beantworten, aber auf jeden Fall ist da ein Element, was ja naturgemäß total spannend und interessant für die zukünftigen Fortschritte ist. Muss man berücksichtigen, wir haben jetzt die Oberhand der LEDs. Wir arbeiten auch sehr präzise mit LEDs, die haben eine ganz lange Lebensdauer. Passiert aber ein bisschen wie mit den Rechner in den 90er Jahren. Man hat einen Rechner gekauft, hat den zu Hause ausgepackt, sich gefreut und dann festgestellt, scheiße, das ist schon veraltet, das entspricht schon nicht mehr der Standardtechnik. Neuen Rechner kaufen. Und bei LED-Lampen war bis vor kurzem auch so, vor sechs, sieben Jahren konnte man keinen Film ohne eine Feloni drehen. Das ist ein LED-Panel Bicolor mit warm-weißes und kalt-weißes LED. Das dürfen wir jetzt gar nicht mehr verwenden, weil inzwischen stellen wir fest, die Farbwiedergabe ist wahnsinnig niedriger, als was die aktuellen Produkte gewährleisten können. Der Fraunhofer-Institut münzet gerade über die Entwicklung von OLED-Lampen. Da reden wir von biologischer Lichterzeugung, aber die Anwendung für unsere Branche ist noch gar nicht so weit. Paul Vincent hat als Erster die Hand gehoben. Dann haben wir noch eine Frage im Chat. Und dann hat auch Corinna die Hand gehoben. Erstmal Paul, bitte. Ja, Adriano, ich wollte dich mal fragen, ob du Erfahrungen bisher gemacht hast mit so Reflexionssystemen. Ich glaube, du hattest ja auch eine Lampe in deinem Chart, diese HMI-Lampe mit dem Parallellicht. Die kann man ja da, glaube ich, ganz gut als Quelle verwenden. Oder auch einen Heliostat oder so, also so einen Reflektor, der die Sonne immer auf den gleichen Fleck reflektiert. Ja. Hast du damit schon mal gearbeitet? Was sind also deine Erfahrungen mit? Genau, gerne. Danke für die Frage. Das ist eine super Frage, weil eigentlich, das ist ein sehr wichtiges Thema, was ich in meiner Präsentation auch einarbeiten wollte. Und aus Zeitgründen ich es wirklich beim besten Willen nicht geschafft habe. Wenn wir das rein auf die Nachhaltigkeit beziehen und aber auch auf das ästhetische Ergebnis, das ist diese Arbeitsweise, ist inzwischen als mit dem Kürzel CRLS bezeichnet, und zwar Cine Reflect Lighting System. Für die Geschichte oder für die Sachbücher, für unsere Nachwuchs, diese Art zu arbeiten, wurde von einem österreichischen Kameramann Christian Berger entwickelt, in Zusammenarbeit mit seinem festen Oberbeleuchter Jakob Ballinger, der neulich auch ein eigenes Unternehmen gegründet hat, The Light Bridge, für Reflektoren. Wie auch immer,
Ja, natürlich, will man so arbeiten, dann kann man tatsächlich mit kleinen Leisten viel erreichen. Weshalb? Weil diese Lampen von vornherein gebaut sind, um nur einen Punkt ganz hell zu beleuchten. Und dieser Punkt dann mittels Reflektoren wird anders modelliert. Und dasselbe kann man auch mit der Sonne machen. Es gibt meiner Meinung nach, ich habe gerne auch damit gearbeitet, es gibt aber meiner Meinung nach was zu berücksichtigen. Es gibt den Spruch, ich kann schnell und ich kann günstig arbeiten, aber du kannst nur zwei von diesen drei Faktoren dir raussuchen. Wenn wir mit CRLS-System arbeiten, haben wir ein Parallelbeam, hat nur eine Leistung von 1200 Kilo, der Scheinwerfer wiegt aber 45 und wir haben eine Leistung von 1200 Watt, der Scheinwerfer wiegt aber 45 Kilo und den kann auch man nicht auf Stativen draufstecken. Das heißt, jeden Umbau braucht seine Zeit. Für flexible Einsätze ist LED inzwischen unschlagbar und größere Reflektoren, sonst größere Lampen sind weiterhin dominant. Für die Heliostaten, die finde ich auch zum Beispiel branchenfremd, weil die Sonne ist toll und leider unzuverlässig. Deshalb reagiert immer schneller ein Beleuchter als ein Heliostat. Deswegen nehme ich lieber die Reflektoren, aber die werde ich nicht mit einem Heliostat immer wieder neu ausrichten lassen, sondern mit Christian oder mit Hendrik. Danke. Dann haben wir hier im Chat noch von Richard. Die Frage steht schon seit ein paar Minuten da. Danke für den Vortrag mit einem Smiley dazu. Wie sieht es eigentlich aus mit dem Thema Langzeitschäden auf Netzhaut bei effizientem Lampeneinsatz, speziell auch bei LED- oder Tageslichtlampen? Auch super spannende Frage, die kann ich nur zum Teil beantworten. Das ist tatsächlich ein Thema, was auch die VBG, also der Verband der Berufsgenossenschaften, unter die Lupe genommen hat, und zwar mögliche Schäden durch Anstrahlung von Scheinwerfer, nicht nur auf LED bezogen, aber die LEDs wurden auch mit berücksichtigt. Da gibt es noch keine gründliche Antwort, das ist weiterhin erforscht. Tatsache ist, dass LEDs zum Beispiel, wie gesagt, erstmal monochromatische Lichtquellen sind und zum Beispiel für therapeutische Zwecke kann man nur bestimmte wenige LEDs verwenden, weil die müssen wirklich so viele Farbtöne wie möglich wiedergeben. Und egal welche Scheinwerfer, egal welche Lampe mit LED, die sind alle etwas schwach in der Wiedergabe der blauen Töne. Über mögliche Schaden für das menschliche Auge, ich halte dich auf den Laufenden. Ich versuche natürlich, das zu vermeiden, aber leider kann ich nicht sachlich die Frage vollständig beantworten. Aber Corinna strebt für eine Frage. Corinna hat auch eine Frage. Corinna, du musst dich noch dein Mikrofon noch freistellen. Gut. Hallo in die Runde. Ja, vielen Dank. Ich habe mich jetzt nicht so schön ausgeleuchtet wie neulich. Verzeiht. Stichwort Wasserstoffgenerator. Es gibt noch keinen, der jetzt hier erprobt ist, irgendwo am Set in Deutschland, aber es gibt auf europäischer Ebene ein Forschungsprojekt, die sowas entwickelt haben, insbesondere zum Nutzen in der ganzen Musikbranche. Aber die sind natürlich auch für uns spannend, für die Filmbranche. Und das Projekt heißt Everywhere. Wie gesagt, das ist noch so ein Prototyp, den es hoffentlich dann bald gibt, weil das war ja die eine Frage. Und ich hatte eine Frage genau zu dem Part. Möchte jedes Filmset oder würdest du das abhängig machen von der Größe der Filmproduktion? Nochmal, es war zwischendurch, ich habe gehakt, kannst du das letzte Teil wiederholen? So, der Everywhere Wasserstoffgenerator als Pilotprojekt, der ist verstanden worden. Ja, ja. Es ging ja um den Energie Consultant, ne? Ging das?
Genau, es ging um dein Fazit mit diesem Film Energy Advisor. Meinst du, sowas braucht jedes Filmprojekt oder würdest du das abhängig machen von der Größe der Filmproduktion? Ja, auf jeden Fall. Ich ja meine, auch als Consultant muss nicht an jeder Produktion da sein, wenn die das verstanden haben, wenn das Wissen implementiert ist, ne, bei, und auch bei kleineren Produktionen, aber eben ab einer gewissen Größe dann doch. Und ich denke, das wäre jetzt bei dem Film Energy Advisor wahrscheinlich ähnlich, oder wie meinst du? Ich sehe das genauso wie du es jetzt gemeint hast. Das ist natürlich ein Ansporn, ein Aufruf für ein Berufsbild, eine Rolle, die natürlich nur bei größeren Projekten Sinn macht, weil ich beziehe das zum Beispiel auf einen anderen Beispiel. Wir leuchten und wir können uns natürlich damit beschäftigen, ob wir die 60 Watt Glühbirne gegen eine sparsamere LED-Birne wechseln. Aber das hat lange nicht derselbe Einfluss, der die Verwendung eines 6000 Watt Scheinwerfer hat. Also lieber sparen wir auf die 5 Stunden Betrieb einen 6 Kilowatt Scheinwerfer. Das ist das, wo es ins Gewicht fällt. Natürlich bei kleineren Produktionen, nein, mein Gott, mit kleineren Lampen, wieso, finde ich nicht. Das wäre ein bisschen, man muss die Kirche im Dorf lassen. Genau, dass man das dann auch gleich so kommuniziert, ne? So, weil mir würde ja auch begegnet, jetzt haben wir Hygienebeauftragte, Frauenbeauftragte, grüne Beauftragte, jetzt haben wir Energiebeauftragte, ja, ne? Da, wo die Verhältnismäßigkeit gegeben ist und wo es Sinn macht auf alle Fälle, weil da bin ich auch total bei dir. Ja, also ich wurde zum Beispiel, ich wurde das zum Beispiel auch abhängig von der Anzahl an Drehorten machen. Weil zum Beispiel, wenn wir einen ganzen Film an einem festen Motiv für die ganze Zeit drehen, dann, wenn überhaupt, käme diese Rolle nur für wenige Tage für eine Beratung in der Vorbereitungsphase in Frage, muss nicht jeden Tag da sein. Okay, gut, danke. Dankeschön, danke auch für die Frage. Ich hatte mir auch so eine ähnliche Frage aufgeschrieben, die ist jetzt auch gewissermaßen mitbeantwortet. Danke, Corinna. Es gab noch Fragen, die im Vorfeld eingereicht wurden und da würde ich jetzt noch kurz hingehen. Wir sind jetzt schon ein bisschen über der Zeit. Wer bleibt gerne dabei? Wir machen hier so lange, wie es geht, würde ich sagen. Und Adriano, du sagst auch, wenn du nicht mehr kannst. Ich kann. Oh. Noch ich, ich habe noch 3 Präsentationen hier am Start. Ja, dann lass mir noch kurz ein Glas Wein einschenken und dann komme ich wieder. Nein, also, die erste Frage, die es gibt, es wird auch immer wieder um Einsparungen geredet, von Einsparungen gesprochen. Die Frage ist, gibt es Erfahrungen zu Mehrkosten für LED-Nutzung oder LED-Nutzung bei Kino- und TV-Produktionen außer TV-Serien? Kannst du dazu was sagen? Ja, nochmal Mehrkosten, Verzeihung? Erfahrung zu Mehrkosten für LED-Nutzung, also für LED-Nutzung. Für LED-Nutzung, ja. Mhm. Ich habe neulich ein super Beispiel gehabt. Also mir sind keine direkten Mehrkosten bekannt oder begegnet in Bezug auf den Zustand der Lampen. Also die sind tatsächlich sehr robust, da geht kaum was kaputt und so weiter und so fort. Über Dreieck ist aber, habe ich genau neulich was total Lustiges erfahren. Und zwar bei einem Studio von einem, also bei einem Studio in Norddeutschland, irgendwo. Datenschutz, ich nenne keine Namen. Aber also neulich wurde auch einen kleinen Film gedreht mit diesem aufsteigende Video-Wall-Technologie. Also in einem Studio, anstatt ein Greenscreen als Hintergrund, hat man diese Video-Wall gehabt, wie zum Beispiel bei der Serie von Disney Plus, The Mandalorian. Das ist der letzte Hype, der heißeste Scheiß, gerade für die Filmbranche. Ne? Jetzt auf einmal, all die Greenscreen-Studios sehen plötzlich veraltet aus. Jeder will diese Video-Wall im Hintergrund haben. Also das Prinzip dabei ist, wir haben die Schauspieler und hinter ihnen haben wir kein grünes Lappen mehr, sondern wir sehen
direkt schon auf LED-Wände das Hintergrund. Das Lustige dabei ist, okay, toll, LED, und man spart auf jeden Fall einiges an Arbeit später bei der Postproduktion. Und dann habe ich über Dreieck, aber fast direkte Quellen gehört, das hat einen Stromverbrauch nur der Videowall von durchschnittlich 1000 Euro pro Tag. Das habe ich durchrechnen wollen, weil laut Bundesministerium für die Wirtschaft im Jahr 2020 waren die Kosten des Stromes im Durchschnitt 32 Cent pro Kilowattstunde. Und wenn wir das auf einen 10-Stunden-Tag beziehen, habe ich das alles so umgerechnet, kommen wir auf einen Stromverbrauch nur für den Videowall von ca. 2800 Kilowattstunden. So. Und das ist eine beträchtliche Menge, die wir mit unseren größten Scheinwerfern nicht mal ansatzweise an einem Drehtag zum Beispiel abdecken. Das als Fun Fact. Aber mehr Kosten sind mir nicht bekannt. Ja. Okay, danke. Dann hätten wir die Frage schon gewissermaßen beantwortet. Ehe jetzt Leute gehen müssen, weil sie gehen müssen, wollte ich hier nochmal darauf hinweisen, dass wir noch weitere Gesprächsreihen haben, die nächsten 3 Freitage. Wir machen heute ist Bergfest, deswegen darf es auch gerne ein bisschen länger gehen. Und für die gibt es natürlich auch immer noch Karten. Nächste Woche haben wir Regie, die Woche drauf haben wir Kostüm und dann in der letzten Woche haben wir die Post-Production. Also ihr gehen müsst, wollte ich da nochmal drauf hingewiesen haben. Und auch wer zum Beispiel wie in der letzten Woche sich vertiefend über Licht austauschen möchte mit Gleichgesinnten, kann das auch gerne in den Groups bei den Filmmakers for Future machen. Da ist letzte Woche eine sehr interessante Synergie entstanden zwischen den Menschen, die dem Olivier zugehört haben und dann gleich Lust bekommen haben, selbst auch mit anzupacken. Das nur mal kurz dazwischen, wer jetzt gehen musste. Ansonsten gibt es eine Frage von Michael Saase. Michael, bitte. Und zwar hätte ich folgende Frage. Wie sieht es denn mit der Nachhaltigkeit oder mit der Untersuchung zu der Nachhaltigkeit von diesen Produkten aus? Also wenn ich, wie du es auch schon im Vortrag gesagt hast, einen LED-Scheinwerfer habe und der jetzt mal 5 Jahre alt ist, dann kann ich den entweder aus beleuchtungstechnischer Sicht nicht mehr einsetzen oder ich kann ihn kaum noch einem Kunden anbieten. Wenn er 10 Jahre alt ist, schon eher gar nicht mehr. Wohingegen ich, gerade wenn der Kunde auf das Geld erstmal schaut, was die Mietausgabe betrifft, jetzt mit irgendeinem Halogenscheinwerfer komme, der kann 30 Jahre alt sein, wenn da ein Leuchtmittel drin ist, kommt da Licht raus und der ist zufrieden. Also das ist der eine Teil der Frage. Der zweite ist, dass ich gerade mit den LED-Scheinwerfern ja im Prinzip das komplette Gerät wegschmeißen muss, sobald die Lebensdauer zu Ende ist, wobei ich eben bei diesen anderen Scheinwerfern ja noch das Leuchtmittel tauschen kann. Wie siehst du das? Weißt Es sind beide, also meines Erachtens sind beide keine Fragen, sondern beide Aussagen und ich stimme die beiden tatsächlich zu. Also das ist tatsächlich der Stand der Dinge und das ist umso mehr nicht so sehr für uns Lichtmenschen am Set problematisch, sondern vor allem auch für die Verleiher. Dank auch der LED-Lampen haben wir eine immer breitere, immer größere Palette an verschiedenen Lampen am Set. Es ist nicht so, dass durch die LED-Lampen wir weniger, sondern sogar mehr Lampen dabei haben, weil für jede Anwendung können wir viel präziser arbeiten. Und aber das heißt auch, man kann nicht einem Verleiher tatsächlich zumuten, alle möglichen LED-Lampen auf dem Markt für uns anzuschaffen, weil, wie gesagt, tatsächlich nach kurzer Zeit können unter Umständen, das gehört zum Risiko dazu, einen veralteten Stand der Technik entsprechen. Das widerspiegelt sich auch in der Preisliste, in der Mietpreisliste. LED-Lampen
haben deutlich höhere Mietpreise pro Tag als auch Tageslichtscheinwerfer. Und aber, wie gesagt, die Sache ist, das ist auch natürlich eine wirtschaftliche Bewertung des Verleihers, weil unter Umständen nach kurzer Zeit als Elektroaltgerät man die ganze LED-Lampe entsorgen muss. Hier links seht ihr einen 300 Watt Kunstlichtscheinwerfer, der mag um die 20 Jahre alt sein, funktioniert immer noch. Da ist einem Ariem 18. Ariem 18 hat gerade das 10. Jubiläum gefeiert und die werden bestimmt mindestens 10 weitere Jahre als sehr wichtiges Arbeitsmittel bleiben. Hinter mir in der Ecke ist ein Titan Tube, heiße Scheiß, super, viele Farben und man kann viele Spielereien dabei machen, wie zum Beispiel per Knopf Farbtemperatur ändern oder Stroboskop-Effekte, dann mache ich wieder raus. Aber unter Umständen, in 4 Jahren wird sowas keiner mehr brauchen, weil wer weiß, was noch gekommen ist. Die anderen 2 Scheinwerfer dagegen schon. Also ich frage auch mehr unter dem Aspekt, wenn wir jetzt versuchen, durch diese Art Scheinwerfer Strom zu sparen, ist das ja eben ein Teil dessen, was wir tun können. Ja, das ist eine zweischneidige Klinge. Mhm. Aber ja, wer kann in die Zukunft sehen? Also man kann vermuten, man kann spekulieren, aber who knows? Okay, danke schön. Für die Frage, Michael. Jetzt haben wir noch eine vom Jakob oder zumindest eine Hand in der Luft. Ich weiß nicht, ob es eine Frage ist. Jakob? Ja, vielen Dank. Ich habe 2 Fragen. Danke für den tollen Vortrag, Adriano. Eine Frage technisch. Bei den Kategorien der Leuchtmittel, unter welche Kategorie würde die Kinoflow fallen? Also Kinoflow ist auf jeden Fall Leuchtstoffröhre. Kinoflow ist vom Bau her genauso wie die Neonröhre. Aber da ist auch was Interessantes zu wissen und zu berücksichtigen. Kinoflow war tatsächlich ein Vorreiter in der Verbesserung der Lichtqualität von Leuchtstoffröhren. Und das habe ich auch in dem Aufbau meiner Tabellen, die ich euch gezeigt habe, das habe ich nicht erwähnt, aber das habe ich auch dabei erlebt, anhand der Datenblätter, die Lichteffizienz der Kinoflow-Röhren, also wie viele Lumen pro Watt erzeugt werden, ist deutlich niedriger als die Effizienz von haushaltsüblichen Neonröhren. Weil natürlich da hat die Lichtqualität Vorrang. Die Lichtqualität ist vor allem an der Beschichtung gebunden. Und Kinoflow hat sehr viel über die Beschichtung gearbeitet und über einem bruchsicheren doppelten Gehäuse. Das ist aber auf Kosten der Lichteffizienz gekommen. Also die Kinoflow-Röhren sind auf jeden Fall Leuchtstoffröhren und die wurden auch endgültig 2019 außer Produktion genommen. Auch Kinoflow jetzt hat sich ausschließlich auf LED-Lampen spezialisiert. Die alte Kinoflow-Röhren kann man aber immer noch ganz wunderbar verwenden. Klasse Sache. Und wenn ich noch eine zweite Frage stellen darf, wie ist denn die Atmosphäre in eurem Gewerk unter Oberbeleuchtung oder und auch vielleicht Kameramännern und Frauen, spricht man über das Thema, über das wir heute Abend hier sprechen, spricht man da viel darüber? Ist das ein Diskussionspunkt? Tauscht man sich aus? Wie machst du das? Ich mache das so, um Strom zu sparen? Oder bist du da eher so der Exot? Also über Nachhaltigkeit, da muss ich auch gerne anderen Preis geben. Hättest du mir diese Frage vor einem Jahr gestellt, hätte ich gesagt, nö, das ist also in der Tat kaum ein Thema von uns, für uns. Und das haben wir neulich, also im Laufe 2020, auch der Seminarreihe Keen to be Green zu bedanken, mit kontrastreichen Wahrnehmungen. Also wir haben toll die Initiative
gehalten, gefunden. Zum Beispiel als BVB, als Bundesverband für Beleuchtung und Düne, haben wir auch gerne weiter dafür beworben. Und aber zugleich inhaltlich gab es mehrere kleine Punkte, die als sozusagen Leute vom Fach wir gerne ein bisschen berichtigt hätten. Eben, also sagen wir mal so, es gibt kein Allerleihmittel. Man muss immer die ganze Filmbeleuchtung als Konstellation von verschiedenen Faktoren sehen, die je nachdem mehr oder weniger belastend sind, aber mehr oder weniger passend für den Zweck sind. Also wie auch immer. Ich gebe der Initiative Kind to be Green Preis, dass im letzten Jahr nicht nur mich, sondern auch andere Kollegen zu diesem Thema gesprochen hat. Und das ist inzwischen ein weiter wachsendes Thema. Ich muss auch gerne nochmal aber dabei erwähnen, deswegen geht es mir ganz bisschen auf den Sack, dass in manche Fälle gibt es seitens auch von Hersteller und Zwischenhändler eine gewisse Werbestrategie, womit das LED als die Rettung auch der Filmlandschaft verkauft wird. Also ist auf jeden Fall die Rettung der niedrige Stromverbraucher. Aber wenn wir über Filmlicht für Spielfilme reden oder für Werbungen, ist alles ein bisschen komplizierter. Ich hoffe, es gibt keine LED-Hersteller unter euch. Aber wenn ja, dann bin ich wahnsinnig neugierig auf eure neuen Produkte. Ist doch wichtig, dass man in den Dialog tritt. Ich finde das gar nicht schlecht. Wir haben jetzt noch, vielen Dank, Jakob, für die interessanten Fragen. Es geht ja genau um diesen Austausch. Also das finde ich auch ganz interessant, dass man sieht, wie das läuft. Und ich habe auch das Gefühl, dass im letzten Jahr wirklich sehr viel ins Rollen gekommen ist. Und das ist ja auch gut so. Zwei Fragen haben wir noch aus dem Vorfeld. Mal sehen, wie weit wir noch kommen. Die eine ist, glaube ich, von jemandem aus der Ausstattung. Was ist grünes, in Anführungsstrichen, Licht, beziehungsweise welche Produkte sind es, wenn es um Licht geht? Das ist auch für Ausstatter interessant, weil sich die Departments so oft überschneiden und weil ich mich ja auch für grünes Licht entscheiden kann, wenn ich Leuchten im Fundus aussuche. Mhm. Ja, tolle Frage, weil genau, in der Alltagspraxis am Set kommt tatsächlich immer wieder zu verflochtenen Tätigkeiten zwischen Lichter- und Szenenbildausstattung-Abteilungen. Und ich finde immer am besten, das beste Rezept ist, weiterhin vor der Dreharbeiten miteinander zu reden. Eine der klassischen Sachen, die mir passiert, also zum Beispiel, wir Beleuchter brauchen gerne häufig in Innenmotive Practicals, ne? Stehlampen, Tischlampen, weil dank euch, nur dank euch und euren Practicals können wir dann in der jeweiligen Einstellungen eine Lichtverlängerung einspielen, also rechtfertigen. Deswegen toll, dank dem Szenenbild brauchen wir immer gerne Stehlampen, Tischlampen, zumindest am Start. Was aber auch typisch ist, wir kommen am Set und das allererste, was ich mache, klingt nicht so nachhaltig, aber das ist zum Wohl der Ästhetik. Das allererste, das ich mache, ist, ich nehme diese Stehlampe unter die Lupe und das erste, was ich mache, ist, die eingebaute LED-Glühbirnen wegzuschrauben und meine alte Glühbirnen einzuschrauben. Warum? Weil da habe ich eine ganz klare Kontrolle auf die resultierende Lichtqualität, auf die Farbe und auch auf die Helligkeit. Zum Beispiel, also je nach Anspruch des Filmes, verwende ich auch so wenig wie möglich Dimmer, weil wenn man eine Lampe runterdimmt, eine Glühlampe runterdimmt, verändert auch entsprechend die Farbtemperatur. Lieber habe ich eine kleine Auswahl an alte Glühbirnen. Die habe ich legal gekauft, kann ich euch versprechen. Ich zeige euch die Quittung. Und wenn ich weniger Licht brauche, dann lieber tausche ich die ganze Glühbirne aus. Aber noch eine Sache zwischen Lichtabteilung und Szenenbildabteilung ist, auf Kosten unserer
Kräfte und Ressourcen, suche ich immer das Gespräch mit dem Szenenbildner oder mit dem Ausstatter über das Anbringen von Deckenleuchten. Das ist auch immer ein leidendes Thema, weil natürlich das macht am häufigsten die Baubühne. Aber die Baubühne ist da nicht zwangsläufig eine elektrotechnisch unterwiesene Person. Also es gibt jemand, der Lampen an Klemmverbindungen klemmt, wie natürlich auch die meisten von uns auch mal zu Hause gemacht haben. Aber wir befinden uns bei einer Arbeitsstätte und wir haben ein Regelwerk und Normen zu befolgen. Und das sieht auch voraus, dass der Anschluss von Deckenleuchten nur von Elektrofachkräften durchgeführt wird. Wenn wir rechtzeitig miteinander reden, kann ich gerne lieber einen von meinen Beleuchtern dafür beauftragen. Und das ist ein Miteinanderreden. Ne? Dabei, ich weiß auch, dass dabei als Gegenleistung, wenn ein Kabel im Bild ist, dank der Requisite kann vielleicht ein Teppich darauf oder ein Sessel davor. Und das ist sozusagen, in dem Fall handelt es sich nicht um Kamelrennen, sondern um Hand in der Hand gehen. Und eine letzte Sache noch zum Szenenbild und Licht. Die meisten Lampen beim Szenenbild kommen natürlich aus einem Fundus. Wir bitten immer gerne darauf zu achten, dass diese Lampen im besten Fall eine Prüfplakette, ein Prüfsiegel haben. Es gibt eine Norm, DIN VDE 0701, 0702, die ist bindend für ortsveränderliche elektrische Geräte, die müssen an elektrische Prüfung unterzogen werden. Am Set haben wir nicht die Zeit, um festzustellen, nicht immer, ob die Tischlampe einen Kabelbruch hat. Aber wir sind mit einbezogen, wenn am Ende deswegen ein Stromgewisch entstehen kann. Das ist Mangelware bei dem Fundus, auf solche Prüfplaketten zu stoßen, musste man aber immer gerne ein Auge drauf haben. Und das war's. Ich habe bei Olivier einmal zustimmendes Nicken gesehen, einmal, ob das klappt. Ich glaube, da ging es um die Prüfplakette. Aber wichtig ist, dass ihr das gemeinsam schafft. Einmal erwähnt, also es sind kleine Schritte vielleicht irgendwann. Ich meine, man muss die Sachen bei Namen nennen. Bis vor 10 Jahren ein Aggregat vor der Inbetriebnahme zu messen, war noch utopisch. Wir wollen es aber immer besser haben. Ja, na klar. Die Entwicklung. Jetzt haben wir im Chat von unserem Robin, den wir nicht sehen dürfen, eine Frage. Gibt es nachhaltigere Produkte für das Gewerk Licht neben den Lampen an sich, zum Beispiel Lichtstative und so weiter? Also Lichtstativen sind wahnsinnig nachhaltig. Das ist Alteisen und die veraltern nicht, die bedürfen aber eine stetige Pflege gegen Rost. Was auf jeden Fall nachhaltig ist, haben wir auch einige langsichtigen Verleiher zu bedanken, unter anderem Meyer Bros und MBF ist zum Beispiel als Reflektoren haben wir immer gerne und in Riesenmenge Styroporen benutzt. Und da geht es wieder los. Geht es um chemische Produkte, deren Entsorgung wahnsinnig schwierig ist. Und neulich eben über diese zwei genannten Verleiher werden immer häufiger Pappstyros angeboten, sind praktisch baugleich mit den Styroporen, aber bestehen aus Wabenplatten, aus Karton, die eben mit gezielte nachhaltigere oder entsorgungsfreundlichere Beschichtungen eben abgedeckt sind. Also man kann die schwarz-weiß haben, man kann im Silber haben. Und das ist eine Win-Win-Situation. Die wiegen ein bisschen weniger, die liefern ungefähr das gleiche Ergebnis und für den Verleiher am Ende gibt es ein riesen Sparnis an Aufwand, was Entsorgung angeht. Also da war ich skeptisch zum Beispiel dabei, aber wie gesagt, ich teste auch gerne neue Sachen und ja, von mir aus, da vermisse ich die alte Styropore nicht. Wabenplatten sind eine klasse Sache.
Auch dazu hat Olivier wieder genickt, denn über die Wabenplatten hat er uns auch in der letzten Woche erzählt, die auch in der Ausstattung oder im Szenenbild sehr gerne benutzt werden und sehr vielfältig sind und eben nachhaltiger. Zu den Folien, genau. Leider, die Folien sind ziemlich umweltbelastend. Die sind auch nicht so einfach zu ersetzen, weil man muss auch der Arbeit dahinter preisgeben. Die werden mit ganz, ganz, ganz viele verschiedene Beschichtungen behandelt, damit man genau die gewünschte Wirkung erreicht. Was aber, gebe ich zu, mit uns Beleuchter, mit uns Lichtmenschen zu beklagen ist, ist eine langjährige fahrlässige Gewohnheit gewesen, und zwar Folien immer nur projektbezogen zu behandeln. Wir drehen Film, wir schneiden Folien, folieren damit die Lampen, sammeln nur die großen Stücke ein, und das würde ich aber dabei auch so lassen, weil es ist schwierig, wirklich nur die Schnipsel irgendwie wieder zu verwenden. Aber die Sache ist irgendwann Film zu Ende, Folien entsorgt. Und beim nächsten Film nochmal Folien verwenden. Ich sehe mit Freude, dass das werfe ich mir auch vor, dass da gebe ich mir auch Mühe, das ein bisschen zu verbessern. Aber ich sehe mit Freude auch bei Kollegen, bei ältere und weisere Kollegen an sich, die ich sehr schätze, dass man durchaus auch Folien immer wieder verwenden kann. Natürlich bei denjenigen, die ein bisschen abgebrannt sind, nee. Das geht auf Kosten der Ästhetik, die funktionieren nicht mehr so gut, aber das ist dann nicht der Regelwerk. Und im schlimmsten Fall, am Ende der Filme, ich habe vor 2 Jahren ein super Erlebnis gehabt, irgendwann haben Beleuchter die Kellerräume voller Folien, so war es bei mir auch. Dank LED-Lampen verwenden wir aber immer weniger Folien, als ich nicht mehr die Folien in meinem Keller sehen konnte. Super Wiederverwendung war der Kindergarten meiner Kinder. Mega tolle Bastelaktionen haben damit machen können. Fenster so bunt folieren und so weiter. Und also auf jeden Fall mehr Rücksicht in Umgang mit der Folien, mehr Rücksicht in Umgang mit dem Verbrauchsmaterial allgemein. Tapes, Kleberbänder, Aluklammer und so weiter. Hat das, glaube ich, gut beantwortet. Dann haben wir hier noch, bin ein bisschen weiter runtergerutscht, es gibt doch noch Fragen und die würde ich vielleicht noch stellen. Sag mir bitte, gib mir ein Zeichen, wenn ja, her damit. Okay. Jetzt sind wir da. Gut, wunderbar. Und zwar, dies hier finde ich auch interessant, wie lässt sich mit älterem und wenig Equipment trotzdem effektiv bzw. kreativ arbeiten, ohne ständig neues Gerät anschaffen zu müssen? In Klammern, mehr Reflektoreneinsatz, wenig Strom etc. Also bei dieser Frage würde ich ganz klar beantworten, wunderbar lässt sich damit arbeiten. Auf jeden Fall. Nur genau, die Ausgangssituation oder die Fragestellung am Anfang soll meines Erachtens immer sein, wie gut lässt sich das mit dem filmischen Vorhaben einigen. Und zum Beispiel, wenn wir altes Equipment haben, müssen wir ein Streben nach vielleicht ein bisschen längere Arbeitszeit, nicht innerhalb eines Tages, sondern mehr Drehtage, also weniger Pensum, mehr Drehtagen, so sollten wir ticken. Also können wir weniger punktuell mit unserem Equipment arbeiten, dann brauchen wir einfach ein bisschen mehr Ruhe für die Pflege. Ne? LED-Lampen sind eine super Allzweckwaffe geworden für auch Guerilla-Set. Aber wenn wir ältere Lampen haben, ja klar, das ist dasselbe, sage ich mal so, jetzt jeder, der fotografiert, kann mit Photoshop wunderbare Bearbeitungen im Nachhinein machen, aber die Kenner, die auch vor Jahren die Fotos selbst entwickelt haben, wissen, dass auf jeden Fall auch einiges an Bearbeitungen auch mit chemischen Prozessen möglich sind. Man braucht aber dafür andere Arbeitszeiten halt. Arbeitszeiten, auch mehr Drehtage und weniger Pensum ist ja leider genau die Tendenz, die man gerade nicht beobachten kann. Nee, leider nicht. Ja, dann
die Leute verabschieden sich langsam, aber wir machen hier noch ein bisschen. Es geht wiederum um Einsparpotenzial. Eine etwas längere Frage. Wie groß ist das finanzielle Einsparpotenzial beim Strom durch Einsatz energiesparsamer Scheinwerfer, durch die Verringerung der Anzahl der Scheinwerfer oder durch die Reduktion der Einsatzzeiten? Wie kann das ermittelt und den möglichen Mehrkosten bei der Anmietung gegenübergestellt werden? Das ist eine super gründliche Frage. Also dafür bräuchte ich noch ein paar Tabellen. Naja, also die Berechnung kann ziemlich mathematisch erfolgen, weil die Einheit von Strommenge ist Kilowatt pro Stunde. So, und die Einheit der Leistung unserer Lampen ist Kilowatt. Das heißt, ich nehme meine Lampen, ich nehme die Lampen, die ich brauche, die brauchen so und so viel Kilowatt. Und dann kann ich berechnen, okay, wie viele Stunden am Tag brauche ich sie? Und da habe ich ja eine Anzahl an Kilowattstunden. Somit könnte man anfangen, aber da gebe ich zu, das ist ein bisschen praxisfremd, weil schwierig ist zu planen, wie häufig ich eine Lampe ausschalten kann und umsetzen kann, ohne dass sie leuchtet. Weil das hat eine Kettenreaktion, mit welchen Stellungen wir gerade drehen. Und wiederum, das erfahren wir meistens am Vortag oder am Tag selbst. Natürlich, wenn ich zum Beispiel auf einen Scheinwerfer bewusst verzichte, um einen baugleichen mit LED-Betrieb zu nehmen, dann kann ich die zwei gegenüberstellen. Dann nehme ich jetzt keine Rücksicht auf die Farbe, auf die Lichtqualität. Sagen wir so, ich nehme anstatt eine M18 mit 1800 Watt, nehme ich eine bauähnliche Lampe mit LED, die nur 800 Watt verbraucht. Dann weiß ich 1:1, für jede Stunde, dass ich die andere Lampe verwende, anstatt die Tageslichtscheinwerfer, habe ich 1 Kilowattstunde gespart. 1000 Watt für eine ganze Stunde. Ob das sich mit dem ästhetischen Konzept vereinen lässt, das beziehe ich wieder. Tatsächlich war mir wichtig, diesen Glückskeks-Fazit am Ende. Es geht nicht um das eigene Handeln rechtfertigen, sondern begründen. Je nachdem, welchen künstlerischen Anspruch verlangt ist, dann muss ich auch das entsprechende Mittel dafür gewähren oder gerne nur auf Nachhaltigkeit greifen. Danke. Entschuldigung, es hat länger gedauert. Dann würde ich jetzt zur letzten Frage übergehen. Die hast du eigentlich ein bisschen schon beantwortet, aber ich stelle sie auf jeden Fall nochmal, weil es noch ein bisschen andere Nuance hat. Wie siehst du die Entwicklung in eurem Bereich? Wie viele sind schon auf LED-Technik umgestiegen? Alle. Alle. Also wenn ich meine Techniklisten vergleiche, vor zehn Jahren habe ich weniger Aufträge als Oberbeleuchter, war ich häufiger als Beleuchter unterwegs, aber vor 10 Jahren war der Hauptteil meiner Technikliste bestand auf Tageslicht, direkt danach Kunstlicht, das konnte variieren, je nachdem wie viele Nachtdrehs wir hatten, und nur ein bisschen LED war dabei. Inzwischen egal welcher Spielfilm, egal welcher Oberbeleuchter oder Kameramann, man kann es tatsächlich schon pauschalisieren, dass das größte Anteil in der Technikliste LED-Lampen sind. Aber wie gesagt, das ist zusammengestellte erzeugen sie nicht das größte Menge an Licht, sondern sind wirklich alle wie beim Zahnarzt, je nach Ziel, je nach Zahn, dann gibt es einen neuen Bohrer. Und LED-Lampen sind tatsächlich unsere Zahnarztbohrer bei der Dreharbeiten. Je nach Verwendung können wir ziemlich genau punktuell die eine oder andere bevorzugen. Und wenn wir mit Kanonen auf Spatzen schießen, dann brauchen wir was anderes, klassischeres. Aber auf LED sind auf jeden Fall alle umgestiegen, beziehungsweise jeder
muss sich damit auseinandersetzen. Tendenz, die ich beobachte, aber es ist immer noch mal gut, wenn das noch mal von einem Fachmann kommt. Dankeschön. Dann wären wir hier mit den Fragen durch. Es gab im Chat, Heidun hat noch mal kommentiert zum Thema der Folien, dass eben die Lagerung der Folien zum Beispiel kaum eine Produktion bezahlt. Daraufhin hat sich PV geäußert und gesagt, diese Dinge kann man ja zum Beispiel auch weitergeben an Low-Budget-Projekte oder... Ja, voll. Ich habe eine Reihe von Filmkollegen, die sich immer freuen, wenn ich Folienreste zum Beispiel weiter reiche. Ich habe bei mir keinen Platz mehr, ich kann sie nicht mehr sehen, aber deswegen gebe ich sie gerne weiter. Ja, das ist immer noch wiederverwenden. Genau, der Corinna sagt nochmal richtig, an die Materialmafia kann man das ja auch weitergeben zum Beispiel. Oder die nochmal in Berlin zum Beispiel. Wenn jetzt niemand mehr Fragen hat von den Leuten, die es tatsächlich so lange mit uns hier ausgehalten haben, dann würde ich mich bei dir ganz herzlich bedanken wollen, Adriano. Grazie mille. Ich habe mich auch zu bedanken, Marle, für das lange Ausharren, für die Ausdauer, der aktive Austausch. Vielen Dank, das war mir eine Ehre. Wir sind hier, weil es spannend ist und wir werden vielleicht auch noch länger bleiben, aber irgendwann ist dann der Strom weg. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, die Gesprächsreihe geht weiter. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass auch diese Gesprächsreihe innerhalb der Groups, der Arbeitsgruppen bei Filmmakers for Future entstanden ist. Wenn ihr euch da einbringen wollt, wir freuen uns über aktive Menschen, die sich bewegen wollen, damit es dem Planeten irgendwie doch mal besser geht oder den Menschen auf diesem Planeten wieder besser gehen kann. Nächste Woche haben wir Regie. Das wird ganz spannend. Den Lars Jessen haben wir zu Gast. Die Woche drauf haben wir die Tini Fetscher zu Gast vom Kostüm. Und in der letzten Woche haben wir den Carsten Schuffert, der uns noch was über die Postproduktion erzählen wird. Also es bleibt auf jeden Fall spannend und wir freuen uns auf und über euch. Wer keine Tickets hat, kann sie sich immer noch besorgen über die Website von uns, dann bei Events. Und natürlich freuen wir uns immer, wenn ihr dann außerdem noch, wenn ihr da gerade euch die Tickets besorgt, dann noch eure Unterschrift runtersetzt unter unser Statement. Denn nur gemeinsam können wir was erreichen, so wie wir gemeinsam hier diese schöne Gesprächsreihe erreicht haben. Also vielen, vielen Dank an alle, die auch heute wieder bei unserem Friday for Future, ich sage es zum letzten Mal, dabei waren. Ich hoffe, euch nächste Woche zu hören, zu sehen, zu lesen und bleibt gesund und bleibt so grün, wie es geht. Dankeschön und gute Nacht.